Moin Moin und herzlich willkommen zu Bundesliga. Ich traue mich gar nicht mehr, den Cold Open dazu machen, seit Tobi Escher die Messlatte so hochgelegt hat. Ich springe jedes Mal drunter durch. Mal schauen, ob es diesmal besser wird. Nein. Der Tisch ist voll. Wir haben zwei fantastische Gäste. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren. Tiziana Höll, schön, dass du da bist. Hallo. Freie Journalistin. Ja. Unter anderem, man kennt dich vom Elf-Freunde-Themenfrühstück. Ja, genau. Was frühstückt ihr da immer? Themen. Manchmal gibt es auch Croissants. Wir hatten auch mal einen Mad Eagle. Oh. Ja, genau. Mad Eagle, herrlich. Nie gehabt. Nee, muss man, ich, jeden Morgen esse ich so einen. So einen 4 Pfund starken Mad Eagle. <Matt Eagle. lacht> Genau. Du bist aber auch YouTuberin. Mhm. Hast wie viele Podcasts? Einen aktuell. Einen, wie heißt der? Woman Coverage. Woman Coverage. Und was covert die Woman? Die NFL und gesellschaftliche Probleme, die da drumrum liegen. Mhm. Um die NFL? Um die NFL. Ich glaube, da gibt es ehrlich gesagt eine Menge zu. Ja. Die Themen gehen uns nie aus. Also so Skandale, wenn irgendein Spieler Hundekämpfe macht, solche Sachen. Sowas, Verletzungen, CTI, womit sich ja Max auch ganz gut auskennt. Ja, auch soziale Ungleichheiten, die ja oft eine Rolle spielen, wie eben aufwachsen viele Spieler, so Sachen. Mhm. Frauen in der NFL. Mhm. Und wenn wir schon bei Ungerechtigkeiten sind, du bist Fan des FC Augsburg. Mhm. Selbst gewählt. Das tut mir leid. Das ist ja... Manche zahlen dafür, für diese Art von Schmerz, andere machen es freiwillig, ist doch. Ja, bist du in guter Runde hier, ne? Also, wir wissen ja alle, HSV Augsburg und Eintracht Frankfurt, das ist das Dreigestirn des Elends. Und damit sind wir bei Max Jakob Ost. Schön, dass du mal wieder da bist! Das Eingestirn des Elends. Ja, hallo. Nein, du bist Bayern-Fan. Ich hab. Ja. Was soll ich für Gefühle haben diesbezüglich? Weiß ich auch nicht. Ich würde mich aber auch wirklich nicht mehr als Fan bezeichnen. Du stellst mich hier immer so vor, aber... Glühender Verehrer. Das würden sogar Bayern-Fans würden das inzwischen ablehnen. Nee, ja gut, weil du eine kritische Berichterstattung dem Verein gegenüber auch hast teilweise. Ja, teilweise natürlich. Ja, also das will ja keiner hören, deine sachliche Kritik, die völlig unberechtigt ist. Ja, man kennt dich natürlich von Rasenfunk und den zahlreichen Ablegern dieses großartigen Podcasts, bei dem Tobi Escher ja auch hin und wieder Bundesliga-Farben vertritt. Mhm. Ne? Schön, dass du mal wieder da bist. Wann warst du das letzte Mal hier? Vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich. Das ist viel zu lange her. Wirklich? Ja. Damals war der HSV ja noch in der 2. Liga. Warum? Eddie, warum? Völlig unnötig. Das war ein guter Joke. Nein, das ist einfach wie so ein Kind, was auf den Spielplatz geht. Einfach random ein solider Joke. Muss man einfach auch mal akzeptieren. Aber woher nimmst du das, dass du glaubst, dass ein guter Joke war? Aus dem Schweigen danach, dass keiner was gesagt hat? Oder? Ne, ich brauch euch nicht als Publikum. Ich kann das selber einschätzen. Okay. Das war der bessere Joke. So, und jetzt fangen wir an, über die Fußball-Bundesliga zu sprechen. Wir hatten am Freitag ein Topspiel. Freitagabend Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Das war ja eigentlich schon immer mal ein Topspiel. Mal mehr, mal weniger. Diese Saison war es ein absoluter Kracher, ein großartiges Spiel. Normalerweise lasse ich mir das hier nicht nehmen und mache den Spielfilm selbst so ein bisschen. Aber ich finde, wenn du schon mal da bist, Max, so als glühender, brennender Bayern-Fan, gebe ich dir doch mal das Wort. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ab der 7. Minute kann ich mich an nichts mehr erinnern, weil ich dann oberkörperfrei unten in der Südkurve lag und schon mal auf den Wiesenanstich gewartet habe. Da hat Harry Kane getroffen. Ja. 1:0. Wieder Standardgegentreffer für Leverkusen. Das ist die eine große Schwäche, die sich bei denen rauskristallisiert. Und das sollte aber nicht so weitergehen. Grimaldo, mega guter Freistoß, 1:1. Mehrere Chancen Boniface. Dann in der 86. Minute Leon Goretzka trifft nach super Vorlage von Tell, der jetzt, glaube ich, in 58 Spielminuten 2 Tore und eine Torbeteiligung oder so rausgeholt hat. Also quasi der bessere Harry Kane, sagen wir, wie es ist. Und dann hätte Bayern früher dieses Spiel gewonnen. Ich würde sagen, vor 3, 4 Jahren wäre das Ende gewesen. Aber nicht in dieser Saison. Davis fault Hofmann. Elfmeter Palacios, der erst eingewechselt wurde in der 2. Hälfte, 2:2 und am Ende eine Punkteteilung. Das hast du sehr schön, aber auch kurz und knackig zusammengefasst. Ich würde dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Fleisch geben, weil ich fand es nämlich da sehr interessant zu sehen, wie das Spiel hin und her wogte. Die ersten 15 Minuten, denke ich, gehörten den Bayern, dann ab der 20. spätestens war Leverkusen am Drücker, gut gepresst, viele Balleroberungen. Boniface ist eine unfassbare Maschine, tankt sich da durch die Abwehrreihen, teilweise nimmt es mit 3 Spielern gleichzeitig auf der Bayern wohlgemerkt, nicht irgendwie vom HSV oder so oder Augsburg, hat an diesem Tag ein bisschen Pech im Abschluss gehabt, aber was der Mann da für eine Wucht gezeigt hat, das fand ich unfassbar beeindruckend. Und so ging es dann hin und her. Also man hatte aber, ja, es gab mal so Phasen, wo es auch ein bisschen ruhiger zuging, aber ansonsten wirklich durchgehend das Gefühl, das sind 2 absolute Spitzenmannschaften, die beide das Spiel gewinnen wollen. Tiziana, ich nehme an, du hast es auch in voller Länge geschaut, oder?
Ja, ich war in der Kneipe in Berlin. In der Bayern-Kneipe? Nee, neutral. Ich meine, Hertha sind ja die meisten Kneipen dann in Berlin. Oh. Ja. Ich habe es geguckt natürlich und muss sagen, da waren auch Bayern-Fans anwesend und da war dann alles mit dabei, emotional von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Also ging schon echt heiß her. Und ich muss sagen, ja, Boniface brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. 29 Torschüsse schon in dieser Saison. Das ist krass, was andere Teams irgendwie die ganze Offensive schafft er alleine. Aber ich finde, Leverkusen ist ja so viel mehr noch. Also Jonathan Tah ist mir positiv wieder aufgefallen. Frimpong, Wirtz. Also das ist einfach ein Uhrwerk, das jetzt richtig läuft und auf Touren kommt. Ein Uhrwerk, das Xabi Alonso gedreht hat, gebaut hat. Ja. Wie hoch ist der Anteil Alonsos an dieser Mannschaft und wie würdest du die Performance jetzt gegen Bayern einordnen? Also sehr gute Performance nach der ersten 20 Minuten, da finde ich, waren sie noch so ein bisschen nervös. Man hat dann gemerkt, sie haben versucht, hinten rauszuspielen, aber haben sich da ein paar Mal verzettelt. Und dann mit dem 1-1 im Rücken haben sie auch wirklich ihr Ballbesitzspiel aufziehen können und haben es halt wirklich geschafft, dass Bayern so gar keinen Zugriff bekommt. Also die hatten 90% Passgenauigkeit ab der 30. Minute, was halt ein wahnsinniger Wert ist, gegen die Bayern auswärts in München, hatten dann auch in dieser Phase sogar mehr Ballbesitz. Also wie sie da immer wieder Dreiecke bilden, wie Xhaka sich da fallen lässt, wie dann eben Frimpong nach vorne schießt, Grimaldo ins Zentrum einrückt, dann abwechselnd Wirtz und Hofmann links raus. Das sind so kleine Rochaden, die die Bayern immer wieder rausgezogen haben und immer wieder es geschafft haben, halt so zwischen Abwehr und Mittelfeld von Bayern eine Lücke zu schaffen, in die dann halt Wirtz reingegangen ist. Und jetzt halt auch, also ich fand Wirtz noch eigentlich noch viel geiler als Boniface. Weil Boniface, klar, im letzten Drittel und was der da macht, Wahnsinn. Aber Wirtz hat ja da teilweise sich gegen Goretzka und Kimmich einfach so vorbeigeschüttelt. Die haben ja, ich glaube, kann mich eine Szene erinnern, wo Goretzka ihn so angeht und der geht einfach weiter, als ob Goretzka nicht da wäre. Also es ist völlig absurd. Der ist ja körperlich durchaus auch. Ja, der ist dreimal so, ja. Dreimal so wuchtig. Also das war schon sehr, sehr reif, was Leverkusen gezeigt hat. Und auch mit einem Fußball, den man vor 5-6 Jahren, glaube ich, eher mit Bayern verbunden hätte, als mit Leverkusen. Ja, ich fand, muss ich anschließen, Wirtz, unfassbar starkes Spiel. Und ich freue mich für den Jungen, weil der schon immer natürlich als Riesentalent gilt, aber dann diesen Schritt zu schaffen, den Musiala dann ja schon 1-2 Jahre vorher gemacht hat, wirklich dann anzukommen und dauerhaft auch gegen große Gegner diese Leistung abzurufen, jetzt auch in der Nationalmannschaft. Seine ersten Auftritte waren ja eher so ein bisschen schwierig, ist da jetzt aber auch angekommen. Also vielleicht mal ganz kurz die Zwischenfrage, wenn wir bei Wirtz sind, mal so ein bisschen so einen kleinen thematischen also Raststättenaufenthalt. Musiala und Wirtz in der Nationalmannschaft zusammen auf dem Feld. Ist das möglich? Ist das so ein netzer Oberrad-Ding, ne? Also ich finde ehrlich gesagt schon, dass das ganz gut geht, weil Wirtz, finde ich, hat körperlich wirklich zugelegt. Also das illustriert auch die Goretzka-Szene. Deswegen finde ich, kann er auch, also jetzt nicht eine klare Doppel-Sechs spielen, aber halt so der Sechser, der quasi gegen den Ball Sechs spielt und mit Ball dann eher so Achter. Und dann könnten die beiden ganz gut nebeneinander spielen. Ich glaube, das ist schon möglich, aber man muss es halt wollen und das Drumherum muss stimmen. Also Wirtz ist ja auch deswegen in diesem Spiel auch so gut gewesen, finde ich, weil Leverkusen als Gesamtes nicht mehr so von ihm abhängt. Früher war er die Anspielstation zwischen den Linien. Und jetzt sind es aber halt viel mehr, weil da auch mal ein Grimaldo rumsteht, weil Xhaka total gute Laufwege auch macht, weil in der zweiten Hälfte Palacios, der kam ja dann, die sind einfach immer anspielbar und es ist eben nicht nur Wirtz. Und jetzt sieht man, wie gut das dann einem Wirtz tut, dass er dann so ein bisschen aus dem Schatten der anderen dann kommt und dann schießt er einfach am Pfosten und hätte quasi damit auch irgendwie das Spiel entscheiden können. Also deswegen finde ich gerade, weil sie sich ähnlich sind, kann es auch eine Stärke sein. Jetzt sahen die Bayern dann am Ende, du hast es ja gerade schon schön zusammengefasst, wie der sichere Sieger aus, dann mit dem späten Tor von Goretzka. Und dann gab es diese dann doch zumindest mal von Thomas Müller als sehr fragwürdig zu beantwortende Elfmeterfrage. Eddie, wie hast du das gesehen? Hast du die Szene vor Augen, der Tritt von Davies gegen Hofmann? Nee. Ah. Ich hab gedacht, wenigstens das was. Ja, man muss sagen, du hast gearbeitet, als das Spiel lief, hast du Werbung. Ich habe noch mal die Zusammenfassung geguckt. Ich konnte Freitagabend leider nicht gucken, aber ich habe es tatsächlich gerade wieder vergessen. Na gut, also dann helfe ich dir ein bisschen auf die Sprünge. Das war eher so an der Außengrenze des 16ers, rechte Seite von Leverkusen aus gesehen. Und Hofmann schiebt seinen Ball so vor, sein Bein vor Davies, der sie dann quasi so wegschaufelt. Das sah jetzt gar nicht so wild aus, dieser Treffer. Und Thomas Müller hat sich ein bisschen drüber aufgeregt. Er meinte, das reicht nie und nimmer für einen Elfmeter. Hofmann wiederum sagt, das war eine ganz klare Geschichte. Jetzt würde ich gerne mal eure Meinung hören.
Fangen wir bei dir an, Tiziana. Was war das für dich, ein Elfmeter? Ja, für mich ist da schon der Kontakt da und ich finde, man kann ihn geben und dementsprechend, finde ich, ist das auf jeden Fall okay. Mhm. Ja. Für mich war es eher kein Elfmeter. Oder oh. Vor allen Dingen auch kein. Es war ja, glaube ich, mit VAR-Einsatz auch noch, also dass der VAR da reinfunken muss. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, keine klare Fehlentscheidung, wenn er den Kontakt wahrnimmt. Aber ich finde auch, es ist maximal dumm von Davis. Weil Hofmann rennt aus dem Strafraum raus, in der Szene ist nichts los, da muss Davis nicht hin. Also Davis kann da einen Meter Sicherheitsabstand halten, warten, bis Hofmann mit dem Ball sich dreht und dann halt ihn stellen. Mhm. Also das war schon maximal dumm von Davis, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Videoassistent dann nicht reinfunkt. Ich finde auch, Davis darf nicht so hingehen. Ich meine, was ist das überhaupt für eine Idee, durch die Beine hindurch den Ball zu gewinnen? Das kannst du vielleicht wegen mir im Mittelfeld probieren, im eigenen Strafraum halt nicht. Und dann finde ich aber auch, wenn man dann dabei den Gegenspieler trifft, und ich meine, Jonas Hofmann ist jetzt auch nicht derjenige, der dann wie so eine Statue stehen bleibt, sondern der fällt halt dann, muss man ihm vielleicht auch nicht vorwerfen. Also ich finde, den kann man absolut geben. Ich fand es eigentlich aber eher interessant, dass es überhaupt zu dieser Szene kommt. Weil Bayern im gesamten Spiel Probleme hatte, Leverkusen aus der eigenen Hälfte rauszuhalten. Also das Pressing, das Passspiel von Leverkusen war besser als das von Bayern. Das hast du schon so ein bisschen angedeutet. Und das Pressing von Bayern ist so total ins Leere gelaufen. Und das war auch so ganz seltsam halbgar. Die vorderen fünf, Thomas Müller war immer mal wieder derjenige, der so das Signal gegeben hat, so, jetzt schieben wir mal raus. Und sie waren auch alle da. Es waren fünf Spieler, die da in der gegnerischen Hälfte waren. Aber keiner war so nah an seinen Gegenspielern, dass ich da nicht Leverkusen mit ein paar Kontakten hätte durchspielen können. Und so war diese Schlussphase auch. Also anstatt, dass Bayern dieses Spiel zumacht, der Licht spielt dann zweiten Sechser, weil Leimer, der von rechts auf die Sechs gegangen ist, dann physisch fertig war. Aber anstatt da Leverkusen irgendwie fernzuhalten überhaupt vom Strafraum, haben die sich ja echt relativ bequem, finde ich, in der Bayern-Hälfte gemacht. Ich finde, das Spiel taugt halt am meisten, um dieses Holding-Six-Phänomen nochmal so zu beschreiben. Weil du hast in der zweiten Halbzeit dann Kimmich auswechseln müssen, weil er nicht fit war. Und dann hattest du da eine Doppel-Sechs Leimer-Goretzka, die schon so sehr offensiv ist. Also da ist keiner mehr da, der absichern denkt und diesen Sechserraum schließt. Und dann musst du am Ende noch Leimer rausnehmen und dann De Ligt spielen lassen. De Ligt hat sich ja auch nach dem Spiel so ein bisschen beschwert, hat gesagt, der Trainer redet nicht mit mir. So, ich habe jetzt zweimal 5 Minuten Einsatz bekommen auf der Sechs, was auch nicht seine Position ist. Und dann ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass du dieses 2-1 nicht halten kannst, sondern dass Leverkusen dann immer wieder in Richtung Strafraum kommt, wenn du da eben so eine zusammengewürfelte Doppelsechs hast mit Goretzka und De Ligt. Also das ist ganz, und viel ganz Rotation wieder, ja auch ja. Einfach dann. Also ich finde, das hat ihnen nicht gut getan und man merkt einfach, dass da halt immer noch ja offene Fragen sind. Es wurde eben diese Stelle nicht besetzt. Jetzt hofft man ja im Winter da nochmal nachzurüsten. Aber insgesamt finde ich auch, man merkt, vor allem wenn jetzt einer von denen ausfällt, Kimmich angeschlagen, dann brennt da eigentlich schon die Hütte bei den Bayern. Und was ich auch noch sagen wollte zum Thema Abwehr, mir ist aufgefallen, dass Kim sich echt schwer tut, auch keine guten Statistiken bisher hat. Also echt viele Fehlpässe dafür, dass er eigentlich in Neapel so eine sichere Bank auch war. Und deswegen haben sie ihn ja auch geholt. Ich hatte ihn ja vor der Saison als mit De Ligt eigentlich beste Innenverteidigung auserkoren. Bisher, finde ich, hat er sich noch nicht so ganz gefunden bei den Bayern. Das wundert mich dann auch. Also ich frage mich, woher diese Unsicherheiten kommen oder auch diese Fehler. Ist man von ihm eigentlich nicht gewöhnt? Ja, wobei er natürlich auch, bevor er jetzt in Neapel so gezündet hat, im Weltfußball jetzt auch nicht die große Nummer gewesen ist, die er dann mittlerweile vielleicht sein könnte. Aber ich würde gerne auch noch mal auf das eingehen, was wir gerade gesagt haben bezüglich der Personalnot. Ich fand auch auffällig, dass erstmal Leimer dem einzigen Rechtsverteidiger Masraoui vorgezogen wird. Das ist ja eigentlich schon mal ein Diss gegen Masraoui, weil dann zu sagen, okay, pass auf, gegen Bremen ist es in Ordnung, aber wenn es ernst wird, spielst du nicht. Also damit degradiert er den. Man kann natürlich vielleicht argumentieren, weiß ich nicht, ob das gemacht wurde, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, Masraoui war im Länderspieleinsatz, ist vielleicht dann etwas müde gewesen, das kann man dann ja vielleicht charmant irgendwie so ein bisschen umspielen. Aber im Grunde genommen ist das ja ein Misstrauensvotum gegen den einzigen Rechtsverteidiger im Kader. Und dann ziehst du dann Leimer auf rechts, der, finde ich, das gut gemacht hat. Aber dann hast du nur noch Kimmich und Goretzka. Und sobald da irgendwas ist, Kimmich war angeschlagen, hätte ja auch sein können, dass mit Goretzka irgendwie knickt mal um oder so. Du hast ja null Reserven da. Du hast ja niemanden, den du dann bringen kannst. Jetzt sagst du gerade, De Ligt wird da aufgestellt. Der, das ist die nächste Baustelle, in der Innenverteidigung Nummer 4 ist oder so. Ja, der bekommt dann da einen Job aufgedrückt, den er noch nie gespielt hat. Er ist einfach wirklich ein ganz klassischer Innenverteidiger. Es ist ja nicht irgendwie so ein Martinez, der irgendwie alles spielen kann. Also seht ihr da, es sind ja erst ein paar Spieltage, Champions League beginnt jetzt aber mit der Doppelbelastung. Seht ihr da auf die Bayern dann doch noch mal ein größeres Problem zukommen?
kannst du auch noch dazu rechnen, dass Palinja jetzt, den sie ja haben wollten, wo man die Hoffnung hatte, dass er noch im Winter kommt, der hat jetzt verlängert. Mega geiler Move, muss man sagen. Also richtig, richtig guter Move. Okay, das ist noch an mir vorbeigegangen, dann ist natürlich erst recht jetzt das aber Fragezeichen. Aber was man da liest, heißt ja nicht, dass er nicht wechselt. Der will ja einfach ein bisschen mehr Kohle verdienen. Er ist halt nicht billiger geworden, sagen wir es mal so, wenn sein Vertrag noch zwei Jahre, also wie lange er verlängert hat, länger läuft. Für alle eine Win-Win, also außer für die Bayern. Genau, also es wäre früher so eine Aktion, wo Uli Hoeneß sich früher hingestellt hätte und gesagt hätte, wir lassen uns von diesem raffgierigen Berater und seinem Spieler nicht durch die Manege ziehen, dieser Spieler wird nie beim FC Bayern spielen. Bin ich gespannt, ob sie im Winter auch so konsequent sind. Für Fulham und für Palinja mega gut. Beide kriegen mehr Kohle. Ich musste sehr lachen, ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe. Es war ein richtig, ich meine, die hatten ja schon Medizincheck und alles, es hat ja nur daran gescheitert. Fotos und dann zu sagen, ja, jetzt verlängere ich hier, weil, ach so, ich krieg noch mal ein bisschen mehr, das ist ja geil. Und ihr lasst mich aber weg, ach so, wenn sie zahlen, lasst ihr mich weg. Ja, naja, dann machen wir das. Also ist das Geschäft. Er weiß ja auch nicht, ob im Winter nicht ein anderer Kandidat in den Fokus rückt und dann, also es ist ein gutes Recht, finde ich. Aber wir haben ja auch in der Vorschau, schon in der Saisonvorschau, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass der Bayern-Kader halt in der Breite dieses Jahr nicht so krass besetzt ist. Und du hast ja auch gerade angesprochen, das Nachlegen wird halt auf manchen Positionen zumindest ein richtiges Problem. Ich meine, im Sturm haben wir jetzt mit Tell jemanden, wir sage ich schon, die Bayern. Oh Gott. Ja, so schnell geht's schon. Ja, oh Mann, ey. Haben die Bayern natürlich jetzt jemanden, der gut in Form ist und auch ein Riesentalent. Aber ansonsten haben wir auch in der Vorschau schon gesagt, so, naja, hinter Kane, wenn der sich verletzt, oder generell, wenn so einige Schlüsselpositionen sich verletzen, dann müssen sie sich noch nicht mal verletzen, müssen ja nur ein bisschen müde sein, wie Kimmich. Und dann gibt's schon Probleme. Und ein, zwei schwere Verletzungen hat jeder Verein in der Regel pro Saison. Also in der Breite ist Bayern angreifbar. Du hast halt die ungute Situation, du hast weder einen tief genugen Kader, dass du wirklich alles abfangen kannst, aber er ist so tief in manchen Positionen, dass so ein De Ligt jetzt schon unzufrieden wirkt. Mhm. Also, dass du auf manchen Positionen hast du schon so ein Übergewicht an Spielern, dass die sehr schnell sagen, ey, aber eigentlich EM ja, ich muss jetzt spielen, Leute. Die Anspruchshaltung auch. Ja, vor allem das Problem, wenn der Name oder wenn der selbst oder die Einschätzung, die Eigeneinschätzung so viel höher ist als die tatsächliche Leistung. Weil sonst könntest du ja rotieren oder weiß ich nicht. So, Bayern hatten ja schon immer Topstars auf jeder Position, auch doppelt besetzt. Aber bei De Ligt scheint ja so das Selbstverständnis, ich bin einer der Besten der Welt, doch recht weit von der Einschätzung von seinem Trainer zu sein. Gut, aber man muss sagen, De Ligt letzte Saison fand ich auch unglaublich stark, war gesetzt. Mhm. Und jetzt hatte er ja Anfang der Saison, er war ja nicht fit, ich weiß gerade nicht mehr, ob er erkältet war oder ob er eine kleinere Verletzung hatte, wurde deswegen so ein bisschen aus dem Kader gedrängt und jetzt findet er gerade seinen Weg nicht mehr so recht zurück. Mich erinnert diese Situation auch mit dieser Rechtsverteidiger-Rotation so ein bisschen auch an Augsburg, wo wir gleich nochmal dazu kommen, wo Arne Engels auch dann auf einmal dahin gezogen wurde, obwohl das eigentlich gar nicht seine Position ist. Er hat die Position aber recht gut gecovert, aber da gab es eben auch fehlenden Rechtsverteidiger. Mhm. Die haben das jetzt anders gelöst, aber bei den Bayern ist ja wirklich die Frage so, was machst du, wenn sich einer verletzt? Ja, vor allem, weil wir ja noch hier den wunderbaren rosa, früher weiß-roten Elefanten im Raum stehen haben, Josip Stanisic. Also das ist schon, man muss wirklich sagen, dafür, dass der FC Bayern sehr gut darin war, andere Vereine auch durchaus mal so ein bisschen hämisch zu begegnen, die am Deadline-Day noch was machen mussten und das dann vielleicht nicht geschafft haben. Ich meine, gerade Uli Hoeneß war jetzt da nicht zurückhaltend in der Bewertung anderer Vereine. Dafür muss man sagen, dass die diesen Deadline-Day so grandios mit Anlauf in den Sand gesetzt haben. Also ich verstehe, dass alle Bayern-Fans da natürlich traurig drüber sind, aber ansonsten für alle anderen ist es ja pures Comedy-Gold. Also sie geben Stanisic auch noch ab, verleihen ihn an Leverkusen und der Spieler und der aufnehmende Verein sagen beide, ja, uns hat es auch gewundert, dass die es gemacht haben. Wir dachten, die holen halt noch jemanden. Aber warum war der denn gar nicht im Kader? War, ist der verletzt oder was? Der hatte angeblich eine Grippe. Mhm. Vielleicht gab es da auch eine Klausel im Vertrag, weiß ich jetzt nicht. Wobei, dass der krasse Stanisic nicht gegen die Bayern spielen darf. Ja, eigentlich, also vielleicht hat er ja wirklich eine Grippe, ich weiß es jetzt nicht. Ich stalk den jetzt nicht. Ich bin jetzt kein Stanisic-Fan. Ja, sehr schön. Ja. Aber das ist schon einfach grandios, wie Bayern das hinbekommen hat. Das wird uns die ganze Saison über noch begleiten, glaube ich. Und Thomas Tuchel hat ja jetzt schon keinen Bock mehr, wurde jetzt aber schon einbestellt in der Länderspielpause und da wurde gesagt, ey, du kannst jetzt auch nicht mehr öffentlich die ganze Zeit so kritisch sein, sowohl der Mannschaft gegenüber als auch uns gegenüber. Jetzt ist es halt so, mach das mal irgendwie. Also es ist einfach fantastisch, was der FC Bayern anbietet. Das wird ganz lustig noch dieses Jahr. Ja, sie liefern in jedem Fall. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits sorgen sie für stete Unterhaltung. Herzlichen Dank.
Grüß Gott, wie sagt man, danke, Servus. Grüß Gott. Was sagt man? Ich hab keine Ahnung. Vergelt's Gott. Vergelt's Gott? Sowas. Ich wusste, da irgendwas gibt's da doch. Gut. Ja, und Leverkusen haben wir im Prinzip ja auch schon besprochen. Die sind richtig on fire und das war ja auch so eine kleine Feuertaufe. Ich finde das ja auch immer ganz interessant, dann Parallelen zu den eigentlichen Bayernjägern, nämlich dem BVB zu ziehen. Da gibt's ja auch zweimal im Jahr dann so einen Standorttest. Mhm. Selbst wenn sie in der Tabelle mithalten, im direkten Duell wird dem BVB ja zumeist dann doch die Grenze aufgezeigt. Und deswegen fand ich sehr interessant, sehr spannend zu sehen, ob Leverkusen auch dieses Schicksal ereilt. Und man muss sagen, nee, die haben sich diesen Punkt verdient. Die haben gut gespielt in München und damit kann man sie zumindest mal für den Moment, für diese Saisonphase mit der Mannschaft, die sie gerade haben, durchaus als ernstzunehmenden Titelanwärter bezeichnen. Oder würdet ihr mir da widersprechen? Finde ich gerechtfertigt aufgrund der Art und Weise, wie sie sich zurzeit präsentieren, auch was der Kader so hergibt. Man muss auch sagen, die haben sich fantastisch verstärkt mit den, also mit den, ich wollte schon sagen, mit den Mitteln, die sie haben. Die haben natürlich ganz gute Mittel, aber sie haben, glaube ich, Diaby verkauft und dann das Geld in Grimaldo, Boniface und Hofmann investiert, die alle und drei die alle komplett eingeschlagen sind. Also das ist auch ein Lehrstück an, wie man Geld gut investiert. Ja, also das ist einfach wirklich gut gemacht, den Kader verbessert. Und Alonso, super Trainer. Allerdings, wir haben auch erst den vierten Spieltag. Also das muss man ganz klar sagen. Letzte Saison war es umgekehrt. Da hat Leverkusen am Anfang nichts gerissen. Aber ohne Alonso. Ja, und dann nach hinaus, ja, aber okay. Aber trotzdem, ich glaube, die große Kunst ist es dann eben, dass über 34 Spieltage oder sagen wir mal 32, zwei Aussetzer darf man sich erlauben. Aber so über die, Eintracht, über die gesamte, genau. Aber über die gesamte, da weiß ich aber, wovon ich rede, ne? Weil eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wie heißt das? So. Ja. Mhm. Weiter haben wir es mit den Sprichworten. Ja, aber also ich denke, es ist halt noch eine lange Saison und Leverkusen muss auch erstmal beweisen, dass sie das Woche für Woche abliefern können. Aber die haben auch keine Dreifachbelastung, oder? Haben sie? Ja, ja, natürlich. Ja, das ist sogar eine ziemlich miese, das hätte ich jetzt als Argument gebracht. Die müssen nach Norwegen, nach Schweden und nach Aserbaidschan fahren in der Europa League. Also das ist eine richtige Knochenmühle, die sie da vor sich haben. Boniface wird Frimpong, so geil die sind, 22 bzw. 20 Jahre alt, ist natürlich auch dann die Frage, ob die eine ganze Saison auf dieser Form behalten. Boniface auch zwei Kreuzbandrisse. Also ja, das war ja einer der Gründe, warum andere Vereine da nicht zugegriffen haben. Ich bin sehr gespannt, wie lange sie das aufrechterhalten können. Aber was halt für sie spricht, ist, dass das Grundniveau so hoch ist. Also das Grundniveau taktisch, technisch, körperlich, auch die Fitness. Also dass sie da wirklich auch in der 90. Minute, sie hatten ja in der Schlussviertelstunde deutlich mehr Möglichkeiten auch als die Bayern. Das sind so, diese Grundfaktoren sind alle da. Und jetzt kommt es natürlich auf das richtige Glück an, auf wie läuft die Europa League, ob sie das dann halt konservieren können. Mhm. Und Afrika Cup, ja, noch ein großes Thema. Ja. Wer geht alles mit? Lass mal aufzählen. Was? Boniface, oder? Boniface. Ja, Nigeria. Wird wahrscheinlich mit. Kosunu, Tabsoban vermutlich. Mhm. Das reicht ja schon. Das ist schon mal genug. Also jetzt ist einfach mal die Innenverteidigung. Ich finde übrigens, Kosunu wollte ich noch mal ein Wort zu sagen. Kickernote 3, aber ich fand den teilweise echt richtig stark. Kickernote 3 ist ja absurd. Ja, warum? Steht hier. Ja, gut, sei beim Tor, beim einen Tor nicht. Ach, gut ist. Aber ich fand ihn so in der Balleroberung teilweise, also wie der nach vorne aufgerückt ist, wie er die Bälle geholt hat. Gut war der. Also ja, der hat mir richtig gut gefallen, Kosunu. Dafür, dass der eigentlich ja die Schwachstelle sein sollte und nicht gesetzt war da hinten, ist das schon eine Hausnummer gewesen. Ja. Ja. Starkes Spiel auf jeden Fall. Kehrernote verstehe ich auch nicht. Tabsoba eine 4 sogar. Ja. Tabsoba aber nicht so gut. Ja, aber Kosunu war schon. Also kann man eine 2 kann man da schon mal. Hallo Kicker. Ruf mich mal an. Wir reden. Herr Kicker. Ist der Herr Kicker? Ist der Herr Kicker. Ja. Um Telefon. Ja, stark. Gut, dann lassen wir mal dieses Topspiel auslaufen. War auf jeden Fall entertaining. Vielen herzlichen Dank. Hat alles gehalten, was es im Vorfeld versprochen hat. Und in der Tabelle sieht das dann auch so aus, wie es auf dem Spielfeld aussah. Nämlich Leverkusen und Bayern schön Hand in Hand auf Platz 1, nur getrennt durch ein Tor. Hier sehen wir es auch nochmal. Und dann so eine schöne Verfolgerriege da hinten. Ne? 4x9 und dann noch Dortmund mit 8. Und mit diesen Dortmundern wollen wir auch direkt weitermachen. Die müssen jetzt so ein bisschen mit ansehen, wieder eine andere schöne Braut, nämlich Leverkusen, hier den Bayern den Hof macht. Und sie selber sind so ein bisschen außen vor. Der Kater der Vizemeisterschaft scheint noch so ein bisschen nachzuwirken. Die Mannschaft ist noch nicht wirklich angekommen in der Saison. Das waren einige Rumpelauftritte. Und auch jetzt in Freiburg sah es lange Zeit so aus, als wenn sich das fortsetzen würde.
haben 2-1 zurückgelegen sogar. Dann gab es eine rote Karte gegen Höhler. Höhler, heißen alle gleich. Und fand ich natürlich nicht gut, aber ich habe gedacht, hey, du hast ihn ja bei Kickbase. Für mich jetzt auch nicht schlecht. Mhm. Aber er hat ein Tor geschossen, deshalb. Davor, ja. Also dahinter wäre schwierig gewesen. Auch. 70 Punkte gemacht. Ja, habe ich gesehen. Jetzt habe ich ihn verkauft. Na, völlig zu Recht. Ja, also war diese rote Karte das entscheidende Element, weshalb Dortmund in Freiburg gewinnen konnte? Oder hätte das so oder so durch eine verbesserte Leistung so ausgehen können? Wer mag? Ich finde schon, dass das Pendel am Ende in Richtung Dortmund ausgeschlagen hat. Also ja, es hat ihnen natürlich in die Karten gespielt, dass sie dann einen Mann mehr hatten auf dem Platz. In die Karte gespielt. Aber ich finde, Freiburg wirft bei mir noch sehr viele Fragen auf. Also Freiburg kann ich noch nicht einschätzen. Dafür, dass sie nicht viele Veränderungen im Kader haben im Vergleich zur letzten Saison. Ich meine, klar, im Tor schon, aber sonst ist es eigentlich relativ der gleiche Kader und ich finde sie gerade nach der Klatsche gegen Stuttgart ja auch. Ich kann noch nicht so genau sagen, woran es mangelt, aber irgendwie läuft es noch nicht so komplett rund. Klar, man muss sagen, in dem Spiel gab es jetzt auch eben, also es hätte auch anders ausgehen können zugunsten für Dortmund, aber alles in allem finde ich Freiburg noch so ein bisschen schwer einzuschätzen, schwer greifbar. Insgesamt finde ich, war es ein komisches Spiel. Also auch dieses Foul von Eggestein an Haller, können wir da kurz drüber reden, wo er ihn da anfasst, gerade bei Haller, der da ja auch eine Vorgeschichte hat, war nicht so unter aller Sau und hätte man meiner Meinung nach auch bestrafen können. Er schildert das nochmal kurz für alle, die es nicht gesehen haben. Also in den Worten, die du dafür für zutreffend hältst. Also ich habe es am Anfang gar nicht gesehen, also er schreit auf, es ist ein Zweikampf zwischen den beiden und dann sieht man aber im Real Life oder im Replay, wie er ihn halt wirklich zwischen die Beine fasst. Und sich aber da festhält. War das ein bewusster Akt, dass er gesagt hat, so, also es sah tatsächlich so aus. Allerdings hat man eine Einstellung gesehen, wo irgendwie danach zwei Spieler so ein bisschen drüber geschmunzelt haben. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht war das auf dem Feld nicht so, wie es gerade in der Zeitlupe aussah. Aber in der Zeitlupe war es eine klare Tätlichkeit. Also ja. Packt ihn da einfach zwischen die Beine im Fallen. Ganz weird. Ja, aber wirklich perfekt für dieses Spiel. Ich finde, das war ein einziges Enigma von beiden Seiten. Freiburg hat Sachen gut gemacht, Freiburg hat Sachen ganz schlecht gemacht. Ja. Dortmund hat Sachen gut gemacht, Dortmund hat aber auch wieder Sachen extrem schlecht gemacht. Beide haben viel rumprobiert. Also bei Freiburg war es so, dass die Ginter auf die 6 geschoben haben im Aufbau. Deswegen hat dann Dortmund irgendwann gegen den Ball umgestellt auf 4-1-4-1. Aber Dortmund hatte eindeutig die Anfangsphase auf seiner Seite. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Soloi ist immer wieder zurückgefallen in die Viererkette. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert bei Freiburg. Dann stellt Freiburg um mit der Auswechslung auch von Gregoric, der raus musste. Ja. Also es war schon kurz vorher, haben sie schon umgestellt. Dann sind sie quasi Mann gegen Mann angelaufen, haben viel mehr hohen Druck gemacht. Dann haben wir das ganz alte Dortmund-Problem gesehen, Aufbau. Sehr schlecht. Also es ist einfach. Ich habe gar nicht überlegt. Welche Kickernote? Ja. Kickernote 3. Genau, Kickernote 3, weil sie haben ja gewonnen. Also es ist einfach unglaublich, welche Lücken da immer noch sind. Vor allem, du hast einen Spieler wie Sabitzer, der hatte so einzelne gute Momente, der hatte auch wieder so einmal ist er so durchgelaufen und mal einen verlängerten langen Ball und der kommt fast genau auf Sabitzer. Ja. Das war so ein super Laufweg. Aber dass die nicht checken, dass die Abstände zu groß sind, das will mir wirklich nicht in den Kopf. Wir sehen irgendwie am Abend vorher, sehen wir Leverkusen, die einfach perfekt in jeder Spielsituation auf dem Feld stehen. Und dann am nächsten Tag siehst du sowohl Freiburg als auch Dortmund, die es beide können müssten, wo es einfach so riesige Lücken gibt. Aber bei beiden. Und dann war, also für mich war die rote Karte schon ausschlaggebend, weil zwar ist vorher schon das 2-2 gefallen, aber ich fand, dass Dortmund große Probleme hatte. Freiburg hat seine Chancen halt nicht genutzt. Und dann hätte das in jede Richtung kippen können, aber halt mit der roten Karte. Also das hat auch Edin Terzic so ein bisschen danach angedeutet. Das hat sie fast so ein bisschen gezwungen, wieder ein bisschen offensiver und tiefer zu spielen. Also dass sie weiter in die gegnerische Hälfte reindrängen. Und Freiburg hat das dann auch mit sich machen lassen. Und so war es dann verdienter Sieg für Dortmund, aber ganz weird von beiden. Hm. Ich finde es bei Dortmund sehr erstaunlich, dass die ja eigentlich in der Rückrunde des letzten Jahres sehr gut performt haben und da im Prinzip dann schon so Vergleiche zwischen Terzic und Klopp auch gezogen wurden, was so die Aufbruchstimmung angeht, dass er eben die Dortmunder Mentalität auch versteht und die richtige Ansprache findet. Und dann nach dieser denkbar knapp und dramatisch verpassten Meisterschaft kommt man in die neue Saison. Die ersten Auftritte lassen wirklich sehr zu wünschen übrig und Terzic ist instant in der Kritik.
es wird schon die ganze Zeit drüber gesprochen, wann geht der? Kommt Nagelsmann? Oder geht der vorher jetzt zum DFB? So, eigentlich ist schon, steht für viele schon fest, ist nur eine Frage, wann er geht. Also welcher Aki Watzke ist schneller? So, exakt, ne? Der DFB Aki Watzke oder Dortmund Aki Watzke. Aber, also, findet ihr das nachvollziehbar, dass das so schnell kippt auf einmal? Seht ihr da wirklich auch vielleicht grundlegende Versäumnisse, die so ein bisschen durch die Euphorie der Rückrunde so ein bisschen überschminkt wurden? Oder glaubt ihr, das ist eher so ein Sturm im Wasserglas und Terzic sitzt fest im Sattel? Ich glaube, man muss aber auch unterscheiden die verschiedenen Fangruppen. Ich habe da mal das Gefühl, da gibt es halt diese eine Fangruppe, die auch sehr groß ist, die man nicht unterschätzen darf, die ist dann vielleicht online nicht so präsent ist. Terzic Kontras, oder? Die Terzic Ultras, die Terzic Pros. So. Ja. Ja. Terzic Pros, die im Stadion sitzen, die halt dann auch seine Art mögen und auch natürlich das, was er letzte Saison erreicht hat. Und dann gibt es halt online eine sehr lautstarke, ich will nicht sagen Minderheit, aber Gruppe, die halt dann wirklich. Was gibt's online? Das habe ich noch nie gehört, aber soll es geben ab und zu. Mhm. Bei Themen wie Borussia Dortmund zum Beispiel, sonst nirgendwo. Ja. Die Terzic sehr kritisch sehen. Und man muss ja aber auch sagen, das, was sie jetzt spielen, ist ja nicht so unendlich weit entfernt von dem, was sie vergangene Saison gespielt haben. Es ist halt nur mit schlechteren Spielern. Also es ist halt nur so, dass halt ein Haller leider nicht in der Form ist, dass ein Can eben nicht jeden Zweikampf gewinnt, wie er es in der Rückrunde geschafft hat, sondern nur jeden zweiten. Adeyemi stand auch jetzt wieder neben sich, ist dann ja auch relativ früh dann ausgewechselt worden. Guerrero ist weg. Naja, dann natürlich noch die ganzen Abgänge dazu. Ja. Also das ist ja schon diese Lücken, die Max ja beschrieben hat, die sind ja schon länger da. Und die Gegner trauen sich jetzt auch wieder, diese Lücken stärker zu bespielen. Also das ist in der Rückrunde häufig dann schiefgelaufen, dass dann Dortmund eben doch den Ball abgefangen hat, dann konnte er, dann stand es 2-0 und dann war das Spiel beendet. Das schaffen sie jetzt momentan nicht mehr. Aber in dieser Causa Terzic, gerade was online angeht, da kenne ich mich ja aus, da bin ich ja aktiv in dieser Welt. Und was man da halt merkt, ist, dass, also was ich so da rauslese, ist, dass man Terzic auch oft vorwirft, dass er zu viel klein beigibt, dass er nicht zu sehr auf den Tisch gehauen hat, dass er bessere Spieler bekommt. Kommt oder so, sondern dass er wie so eine, er wird immer so das Bild gemalt vom Schoßhündchen von Watzke und Kehl und so, dass der, ja, er ist verdient, er ist im Verein und so, aber den fehlt, also das ist so der Vorwurf, den ich sage nicht, dass das so ist, aber das ist, was man so oft rausliest, ist so, ja, ein anderer Trainer, der haut wenigstens auf den Tisch und sagt, ich brauche noch diesen Spieler, ich brauche noch diesen Spieler und Terzic wird immer so das Bild gemalt, der ist zufrieden, dass er überhaupt in der Bundesliga auf der Bank sitzt und deshalb nicht so richtig Kontra gibt oder so. Und das Einzige, was für ihn spricht, wäre, dass er aus der Kurve kommt, so ungefähr. Das ist das, was man da immer so in der Kontra-Fraktion ein bisschen liest. Also da spiegelt sich auch so ein bisschen der Frust über die vielleicht Transferperiode so ein bisschen wieder. Ja, man würde halt schon manchmal gerne sehen, wie halt Xabi Alonso diese Mannschaft aufstellen würde. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die besser spielen könnten, aber das, was sie ja spielen, ist ja nicht unerfolgreich. Also das passt ja auch ungeschlagen. Bisher. Ja, diese Saison finde ich es gar nicht so erfolgreich. Ich finde, die haben so viel Glück gepachtet jetzt eigentlich. Eigentlich müssten sie aus diesen vier Spielen mit maximal, müssen wir ehrlich sind, 4 oder 5 Punkten rausgehen, weil jetzt gegen Freiburg wieder, bin da auch eher bei Max, dass das die rote Karte war. Ansonsten wäre das Ding 2-2 ausgegangen. Gegen Köln war es ja auch ein Last-Minute-Tor. Also das fand ich nicht gut, was sie bisher gespielt haben. Wobei man sagen muss, das Tor von Mats Hummels zum 3-2, das kann auch so passieren. Das ist einfach, finde ich, dann auch wieder ein Ticken Glück. Er steht da, er kriegt den noch irgendwie reingestochert. Ja. Das wäre vielleicht auch mit 11-11 passiert. Da muss man sagen, es gibt ja immer noch diese Spieler, die halt aktuell die Form haben. Brandt ist ja seit 2 Jahren wirklich durchgehend genial. Hummels ist jetzt aktuell sehr gut Form. Habe jetzt auch nicht verstanden, warum er nicht in jedem Spiel bisher gespielt hat, weil ich fand den immer, wenn er auf dem Platz ist, sehr, sehr gut. Ja, also die haben ja immer noch sehr viel für sich. Malen, Adeyemi hat mir gut gefallen. Malen? Ja. Also bei Adeyemi würde ich eine Klammer drum machen, jetzt was dieses eine Spiel angeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also bei mir schlagen da 2 Herzen in der Brust. Ich bin quasi beides. Ich bin Terzic Pro und ich bin Kontra. Ich vereine die Minderheit. Weil ich würde es eigentlich sowohl dem BVB als auch den Fans und dem Verein so gönnen, wenn jemand mit dieser Historie, der einfach schon als Fan beim DFB-Pokalfinale stand und so weiter und der so gut auch die Sprache der Leute spricht, wenn der da Erfolg hat. Das wäre einfach richtig, richtig gut. Und ich möchte eigentlich auch, dass der BVB endlich mal an jemandem festhält und sich mal auf jemanden festlegt und sagt, durch gute wie schlechte Zeiten, bis dass die Tabelle uns scheidet. Und auf der anderen Seite konnte ich aber halt auch nicht ignorieren, dass gewisse Dinge taktisch einfach
seit vielen, vielen Monaten nicht stimmen. Das ist der Aufbau. Das ist zum Beispiel auch, dass ein Julian Brandt in überragender Form ist, aber immer wieder auf den Flügel gezogen wird, meistens nach Einwechslung, wo er viel weniger gut ist. Lasst den bitte da, wo er am stärksten ist, denn ihr braucht ihn da unbedingt. Ihr könnt es euch gerade nicht erlauben, einen 10% schlechteren Brandt zu haben. Wo siehst du ihn? Auf der 10 oder auf der 8? Wo findest du ihn am stärksten? 8 und 10 in dem Bereich. Überall da, wo er quasi nicht den weiten Weg hat, um einen Steckpass zu spielen und wo er auch mal selber in den Strafraum reinziehen kann. Ich finde, dass Brandt so einer ist, der gerade ein echt gutes Timing dafür hat, wann er im Strafraum sein sollte, ist dann oft anspielbar. Und das sind halt so einfache, vermeintlich einfache Dinge, die besser gemacht werden sollten, wo ich mich dann auch wundere, dass das nicht passiert. Und die Vorbereitung war natürlich nicht leicht für Dortmund. Letztlich ist man sehr spät erst in die Vorbereitung gestartet. Das hatte verschiedene Gründe. Aber dennoch würde ich da gerne mehr sehen. Und deswegen bin ich so total zwiegespalten. Tendenziell fände ich es aber mal erfrischend, mal an dem Trainer festzuhalten und vielleicht auch mal die Frage zu beantworten, was wollen wir denn eigentlich sein? Denn wenn ich mir die Transfers angucke von Dortmund, dann sehe ich nicht, was die sein wollen, spielerisch. Hm. Also Sabitzer, Metscher, cool, habt ihr noch mehr Achter. Also das war doch die eine Position, wo ihr schon so viele hattet vorher. Und wie wollt ihr denn Tore erzielen, wenn jetzt zum Beispiel Haller dann eine Schwächephase hat? Da haben sie jetzt ja mit Füllkrug zwar einen viel kritisierten Transfer gemacht, aber das kann ich verstehen. Sie haben jetzt quasi für den Fall, so wie es jetzt ist, Haller spielt einfach nicht gut. Jetzt kann halt Füllkrug vielleicht diese Lücke füllen. Füllkrug, ja, sehr gut, ist appreciated. Wir haben jetzt gerade über Leverkusen gesprochen, ne? Und Eddie, du hast ja auch gesagt, das war eine großartige Transferperiode, völlig zu Recht, aufgezählt, wie sie dort alles geholt haben, mit den Einnahmen eigentlich nur aus Diaby, danke, 55 Millionen, glaube ich, haben sie für den bekommen. So, jetzt hat Dortmund für Bellingham das Doppelte ungefähr gekriegt. Und wenn man jetzt mal überlegt, okay, Dortmund holt jetzt einen Boniface, die holen einen Xhaka. Wäre das nicht vielleicht auch eine Option gewesen für den BVB, diese Spieler zu adressieren, zu sagen, komm nach Dortmund? Ja, diese oder andere. Also es gibt ja noch andere, auch in Leipzig hat sich gut verstärkt. Andere haben halt zumindest große Talente verpflichtet, wofür ja Dortmund auch, haben wir auch schon tausendmal hier gesagt, immer bekannt war, dass sie wirklich ein super Näschen hatten für die europäischen Top-Talente. Das ist halt diese Saison ausgeblieben. Trotzdem, sie sind ja letzte Saison fast Meister geworden. Also das war ja wirklich, das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt Terzic so hart bewertet, also du hast es ja auch gesagt, du würdest es ihm gönnen, dass mal so ein Trainer aus der Kurve einen Erfolg hat bei Dortmund. Der hätte fast den größten Erfolg haben können, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und sie haben es einfach selber verkackt am letzten Spieltag. Sonst wäre er der König von Dortmund gewesen. Es wäre eine super runde Geschichte geworden. Die Frage, finde ich, muss man eher stellen, warum sind schon wieder so viele Spieler außer Form? Warum, ich glaube, Haller hat jetzt vier Spiele in Folge Note 5 gekriegt. Was ist da los? Steht na aber, gut, bei ihm kann man sagen, Chemotherapie, danach Leistungssport gemacht. Das wurde unter der Hand, haben das die BVB-Verantwortlichen schon so durchgesteckt. Es kann sein, dass da nochmal ein Loch ist. Okay, ich habe eher gedacht, jetzt macht er mal eine komplette Vorbereitung mit, nachdem er letzte Saison direkt eingestiegen ist und eigentlich direkt da war. Also gut, Passquote 50%, ja. Also er hat, glaube ich, insgesamt in 4 Spielen 5 Torschüsse gehabt oder so. Also das ist natürlich eine katastrophale Statistik. Kann man auch drüber streiten, muss der dann da im Sturm spielen? Moukoko hat man gehalten, spielt aber nach wie vor keine Rolle. Adeyemi ist auch, da hat man jetzt, glaube ich, gerade den Vertrag verlängert. Kann man auch so oder so sehen. Also ich freue mich, wenn Adeyemi bei BVB bleibt, aber irgendwie, wo hat er das gerechtfertigt? Also der Rückrunde der letzten Saison. Ja, genau, ja. Aber jetzt wieder nicht. Und diese, also ist jetzt kein Spieler, der konstant auf hohem Niveau abliefert, meiner Meinung nach. Und hat ja noch einen langen Vertrag gehabt. Also die Notwendigkeit, ihn jetzt irgendwie langfristig an den Verein zu binden. Ja, Can haben wir schon gesagt, das war auch jemand, der beim BVB schon fast auf dem Abstellgleis war, der dann eine gute Rückrunde gespielt hat, wie fast alle. Da, ne? Aber die Frage ist, diese Rückrunde, die wir immer wieder ranzitieren, wenn wir beim BVB reden, war das die Ausnahme oder ist das der Regelfall, mit dem man jetzt auch in dieser Saison rechnen kann? Momentan deuten die Zeichen eher darauf hin, dass das die Ausnahme war, zumindest bei vielen Spielern. Muss man mal abwarten. Zuvor muss man natürlich auch das Amerika-Trainingslager mitnehmen. Also, dass die einfach in den USA waren und keine Vorbereitung hatten. Und in der Bundesliga hat das ja bis auf Bayern niemand gemacht. Selbst die Bayern haben ja noch eine humanere Reise gemacht und auch gegen sehr viel bessere Gegner getestet und da auch bei den Tests sehr viel mehr reingeworfen. Bei Dortmund war das ja wirklich eine Vermarktungsreise. Hat sich ja Watzke nicht umsonst mit den anderen Clubs angelegt, dass die halt nichts machen. Und wenn du dann guckst,
Heidenheim hat 2 Trainingslager gemacht. Leverkusen war in Österreich, hat nur taktisch gearbeitet. Also das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Mhm. Wobei Heidenheim neu in der Bundesliga. Ja klar, natürlich. Die müssen jetzt Leverkusen nicht, ja, die müssen nicht, aber auch Wolfsburg. Aber Leverkusen ist, glaube ich, das beste Beispiel. Die sind nach die Österreich oder Schweiz gefahren, ich bin mir gerade gar nicht sicher, haben da halt wirklich dann 2 Wochen trainiert und 2 Wochen taktisch gearbeitet. Ist halt ein Unterschied, als wenn du da in Amerika rumguckst. Leverkusen hat natürlich auch ein anderes Standing, ne? Also da die Marketingarbeit macht die Bayer Marketingabteilung vielleicht. Eher als der Fußball. Ja, aber andererseits ist halt schon die Frage, wie gut bist du dann quasi im Eigenverantwortlichen? Also Dortmund und Bayern machen schon immer diese zerrissenen Vorbereitungen. Diesmal war es bei Dortmund ein bisschen extremer, deswegen habe ich es auch genannt. Aber ich finde es schon interessant, dass sich dann nach dem 1:1 gegen Bochum am 2. Spieltag Julian Brandt hinstellt und sagt, naja, also es liegt halt in der Eigenverantwortung jedes Spielers, in welchem Fitnesszustand er hier aus der Sommerpause zurückkommt. Und das war ja eigentlich schon ein richtig krasses Zitat und hat mich auch sehr gewundert, dass es keine richtig hohen Wellen geschlagen hat. Vielleicht, weil sie noch unentschieden gespielt haben oder ich weiß nicht, woran das liegt. Oder wahrscheinlich haben die Bayern wieder irgendwas gemacht in der Woche. Das ist dann oft der Grund. Uli Hoeneß hat was gesagt. Aber das ist halt das. Also du, wenn du dich anders vorbereitest, als es ideal wäre, nämlich nicht mit 2 Wochen Taktiktrainingslager, dann liegt eben auch ganz viel daran, dass die Spieler Dinge selbst machen. Dass sie, Fitness zum Beispiel muss einfach da sein. Du kannst, klar, machen die noch Athletikeinheiten, aber Stabilitätsübungen, alles andere und so weiter, das muss rundherum gemacht werden. Das muss jeder selber hinkriegen. Da kriegen die auch Pläne. Also sie werden nicht allein gelassen vom Verein. Und mein Gefühl ist, dass das ist, was beim BVB fehlt. Dass sie so grundsätzliche Dinge nicht stimmen und die deswegen dann im Training vielleicht auch manchmal Sachen müssen, für die sie eigentlich gar keine Zeit haben dürften oder auch nicht haben und deswegen vielleicht dann manche andere Dinge weglassen. Das ist eine extreme Ferndiagnose, weil ich noch nie ein Training von Edin Terzic beobachtet habe. Also ich könnte auch total falsch liegen, aber es ist mein Eindruck, dass da einfach schon von Spielerseite bei manchen nicht professionell gearbeitet wird. Und dann zieht sich das durch, dass du in jeder Abteilung Kritik üben kannst. Bei Transfers, beim Trainer, in der Außendarstellung ist sicherlich auch. Und deswegen ist es halt wieder so eine Larifari-BVB-Saison. Würdest du sagen, dass dieses Mentalitätsproblem, was man Dortmund ja auch immer wieder attestiert, wo es wird ja auch kontrovers diskutiert, ob das jetzt albern ist oder ob da wirklich was dran ist, wenn man jetzt diese Aussage von Brandt und deinen Kommentar dazu nimmt, würdest du sagen, dass vielleicht so, fange ich mal so an, wenn du einen Persönlichkeitstyp, um mal ins oberste Regal zu greifen, wie Cristiano Ronaldo hast, der hat ja 100% geskillt auf eigenverantwortliche Fitness, so. Der lässt sich ja nicht jetzt von seinem Verein sagen, pass auf, du machst das und das, sondern der kümmert sich selber um seinen Körper. Wenn der jetzt auf 100 ist, ne, hat man vielleicht zu viele Spieler individuell, die sagen, ich bin eher so auf 20, ich mache, was der Club sagt und mehr nicht. So, ist das vielleicht denn diese Gewinnermentalität, über die wir dann sprechen, die dem BVB ein bisschen fehlt, weil auch diese Eigenverantwortlichkeit für sich selbst zu sagen, ich will der Beste sein, der ich sein kann, für mich selbst, ein Stück weit vielleicht auch fehlt? Ich weiß es nicht, weil dazu kenne ich die Spieler zu schlecht. Ich weiß, dass zum Beispiel Marius Wolf sehr viel neben den Training macht. Das kann man im Buch von Ronald Reng nachlesen. Der große Traum, da wird das beschrieben. Und das wäre jetzt zum Beispiel jemand, da hätte ich das auf dem Platz ehrlich gesagt nicht immer erkannt, dass er so viel noch nebenher macht, ohne dass ich jetzt zu kritisch da sein will. Es kann sein, ich glaube, es hat generell mit einer Leistungskultur zu tun. Ich glaube, dass es... wenn du Joshua Kimmich in der Mannschaft hast, zum Beispiel beim FC Bayern, dann ist das extrem nervig, weil der Typ ist extrem nervig, aber unter ein gewisses Level kannst du es dir nicht erlauben zu fallen, weil dir einfach andere das vormachen. Das haben viele Spieler jetzt im Nachhinein gesagt, dass das war, was Arjen Robben und Franck Ribéry gebracht haben, vor allem Arjen Robben, der musste es nämlich auch erst Ribéry beibringen. Aber wenn die einfach vor jedem Training eine Stunde vorher schon im Kraftraum sind und wenn die nach dem Training noch eine Stunde irgendwelche Stabilitätsübungen machen, dann machst du da als junger Spieler mit, weil sonst hast du das Gefühl, gar nicht eine Rolle spielen zu können. Und ich habe den fernen Eindruck, dass es so bei Dortmund nicht ist, dass manche da eine hervorragende Einstellung haben und dass man es nicht pauschal sagen kann. Ich weiß aber nicht, ob das mit Mentalität zu tun hat. Weil du kannst auch anders gut sein im Leistungssport. Du kannst auch ein super Spieler sein, wenn du deine 3 Buden machst und danach noch ein Bierchen trinkst und dann sagst, geil, nächstes Wochenende mache ich wieder 3 Buden. Oh ja, ein paar Lob. Also das... ja. Max Bose. Ja. Nee, also es geht auch anders. Deswegen, weiß ich nicht, vielleicht glorifizieren wir dann dieses Verwissenschaftlichte auch so ein bisschen von außen. Wir spekulieren. Das ist unser Job. Lasst uns lieber noch darüber sprechen, wie schlecht Freiburg ist. So, genau, weil das ist für mich wirklich eine Blackbox. Könnt ihr Antworten liefern? Warum? Also erstmal im Schwarzwald gibt es viele Blackboxen. aber ich kann sie dir hier nicht dechiffrieren oder öffnen. Ich weiß es nämlich auch nicht genau, was
bei Freiburg anders läuft. Die Mannschaft ist ja wirklich im Kern zusammengeblieben. Also es war ja immer so ein Freiburger Ding, ne, dass die Großen dann gehen. Das ist jetzt auch eine Weile her. Sie können mittlerweile Leistungsträger halten. Aber erklären kann ich nicht. Der war mit Tobias Escher. Max hat es ja vorhin schon taktisch erklärt. Ich würde halt immer noch Günther reinnehmen, wo ich halt denke, dass ein Linksverteidiger so eine zentrale Rolle hat, auch von der Mannschaftsführung her. Ich fand es halt in der DFB-Doku auch krass. Da gab es ja dann irgendwann diese Szene, wo dann die Spieler debattieren sollten und dann sagt Kimmich ein bisschen was Müller und Christian Günther. Der überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, wo man auch wusste, der ist eigentlich überhaupt nur da, falls irgendjemand sich anders sich das Bein bricht, ist er da dabei. Und der geht dann da voran. Ich glaube, der fehlt so ein Stück weit. Torhüterposition, weil wollten sie sich endlich verbessern? Ja, was heißt endlich verbessern? Flecken war doch gut. Naja, also nicht endlich verbessern, das ist völlig falsch gesagt. brauchen sie einen starken Nachfolger und den haben sie nicht gefunden, wie es aussieht. Adebolo. Eigengewächs ist doch aber oft so ein bisschen der Freiburger Weg, oder? Das aus der eigenen Liga. Und man muss sagen, Adebolo gilt als das größte Torwarttalent oder eines der zwei, drei größten Torwarttalente, die wir in Deutschland haben. Aber hat jetzt einen Notenschnitt von 4,5. Ja, aber das weißt du ja vorher nicht. Und du kannst halt. Wenn du so ein Talent hast in deinem Verein, dann musst du dem einen Platz einräumen, sonst ist er weg. Muss spielen. Ja, okay, aber er ist halt momentan keine Verstärkung. Das weißt du halt vorher natürlich nicht, weil er hat natürlich Bundesliga noch nicht gespielt und dann, das ist halt so ein Stresstest, da kriegst du erst Ergebnisse, wenn du durchfährst. Nein, aber du hast ja gefragt, was die Gründe sind, warum Freiburg nicht gut ist. Und da sage ich, Grund. Die Motivation, wollte ich nur sagen. Das verstehe ich schon. Ja. Warum die den da hingesetzt haben, verstehe ich schon. Stand jetzt muss man sagen, dass er diese Hoffnung aber nicht erfüllt hat. Und mit Flecken hattest du natürlich einen starken Rückhalt in dieser Mannschaft. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viele Tore auch Freiburg schon gefangen hat. Ich glaube 11, ich guck noch mal, 10 Gegentore. Das ist für Freiburg schon eher ungewöhnlich, finde ich, weil wenn die für irgendwas standen, dann für defensive Stabilität. Da spielt vielleicht Günther mit eine Rolle, da spielt auch der Torhüter vielleicht eine Rolle, weil das System an sich selbst ist ja nicht groß verändert. Also das finde ich schon, gegen Stuttgart 5 Tore zu kriegen, okay, da kann man sagen, kann mal passieren, auch einem Freiburg, aber dann im nächsten Spiel wieder 4 Tore zu kassieren. Also so oft hat man das in Freiburg nicht gehabt. Will ich jetzt nicht nur am Torwart ausmachen, aber. Freiburg hat sich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Also die haben sich ja immer verbessert, haben ja auch immer im Spielaufbau mehr gemacht. Die sind jetzt nicht mehr dieses reine Intensität, wir geben den Gegner auf die Nerven-Team. Aber da ist das so ein Stück weit verloren gegangen, hatte ich das Gefühl. Und das ist ja auch das, was Christian Streich jetzt wieder und wieder anmahnt. Wir müssen wieder nerviger werden für den Gegenspieler. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt erstmal wieder so einen Rückschritt machen werden in den kommenden Wochen und sagen werden, wir gehen jetzt auf Stabilität. Und das Zweite ist, die Mannschaft ist gleich, aber sie wird nicht jünger. Also die Mannschaft, da hat natürlich jetzt auch einige U30-Spieler, was für Freiburg untypisch ist. Und sie müssen gleichzeitig aber auch sehr viele junge Spieler jetzt einarbeiten, wo du halt auch das schon stimmt. gemerkt hast, das hat dir auch schon 2-3 Punkte gekostet, eben Adebolo nicht nur, aber auch Röhl beispielsweise. Röhl, der Rückschritt ist Schmidt, der jetzt auch keine Rolle mehr gespielt hat. Weißhaupt. Jetzt, der eine Name fehlt mir noch, aber ist egal. Ifo muss noch eingearbeitet werden. Naja, aber der ist auch schon alt, meine ich. Ja, wir haben ja gerade die jungen Leute, oder? Weil Röhl ist der junge, die jungen Leute. Ja, und das ist wahrscheinlich der Freiburger Weg, weil man muss ja sagen, viele Einnahmen hatten sie ja jetzt nicht außer Flecken, haben eben viele Spieler gehalten, hatten aber auch dementsprechend nicht so viel Kohle, um aktiv zu werden selber. Jetzt holst du halt Leute, die jung sind, nach oben, aber die werden halt Zeit brauchen. Und das ist vielleicht so das, wo man sich selber jetzt wieder challengen muss und sagen muss, ja, okay, diese Zeit brauchen sie halt. Vielleicht ist es eine halbe Saison, vielleicht sogar die ganze Saison. Ich weiß nicht, was Freiburg selbst als Erwartungshaltung hat an die Saison. Ob die davor gesagt haben, internationale Plätze wären wieder schön oder ob sie wie früher immer sagen, ja, bloß nicht Abstieg, wo ich inzwischen Freiburg nicht mehr sehe. Aber von diesem, wie sie letzte Saison gespielt haben, muss man sich vielleicht auch ein bisschen lösen, dass das jetzt jede Saison immer Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Das ist nämlich die Frage, inwiefern hat sich auch das Umfeld daran gewöhnt, dass es immer vorangeht? Denn wenn man mal so Freiburger Fan-Stimmen verfolgt, von Stadionbesuchenden zum Beispiel, die sagen schon, ja, also Champions League diese Saison wäre jetzt schon. Ne, es ist so. Ich habe für diese Leute, ich weiß gar nicht mehr, wer diesen Beitrag gemacht hat, aber das war so schön, so eine Umfrage vom Freiburger Stadion, die kann natürlich auch so geschnitten sein, dass es so klingt. Aber zumindest, selbst wenn es geschnitten war, ganz explizit, um so einen Eindruck zu erwecken, da waren trotzdem noch sehr viele Leute, weil die gesagt haben, so, ja, Champions League wäre schon mal nicht schlecht jetzt diese Saison. Jeder weiß natürlich, dass Straßenumfragen das journalistische absolut richtig Premiumprodukt sind. Ja. Wenn man die Wahrheit hören will, muss man die Leute auf der Straße fragen. Aber mal eine Frage wegen Transfers, weil ich gucke gerade, die haben 40 Millionen eingenommen.
Haben einen Transferüberschuss von 34 Millionen gemacht. Warum? Die haben mal keine Spieler bekommen. Die haben auch ganz, sie haben ja kommuniziert, sie wollten kaufen. Ich weiß nicht, welche Namen da waren, aber sie haben ganz klar kommuniziert, die Spieler, die wir haben wollten, das hat sich finanziell zerschlagen oder die wurden dann von anderen weggeschnappt. Aber schon ungewöhnlich. Also wenn du Kohle hast und einen Transfermarkt, also wenn du einen Spieler nicht kriegst, hast du ja in der Regel noch einen Plan B oder so. Also dann zu sagen. Naja gut, aber so ist ja Freiburg nicht. Also Freiburg ist ja schon so, sie haben immer so ihre 3-4 Transfer-Targets im Sommer, aber sie sind jetzt nicht so, zumindest jetzt seitdem die Jugend wieder so stark ist. Ich meine, die aktuellen Jahrgänge, CD haben wir vorhin noch vergessen, das war den wollte ich sagen, der ist ja auch einfach sehr gut. Und da war Freiburg schon immer so, dass sie denen gesagt haben, du wirst bei uns auch Zeit bekommen. Also Röhl, bleib hier, weil Höfler und Eggestein im Zentrum, die werden nicht jedes Spiel machen, du wirst auf jeden Fall deine Minuten bekommen und so weiter und so fort. Und wenn sich dann was zerschlägt, dann war es bei Freiburg, ja, zu meiner Erinnerung nach, eigentlich immer so, dass sie dann gesagt haben, naja, dann brechen wir es nicht übers Knie, sondern versuchen es damit. Und jetzt glaube ich aber auch, dass das grundsätzliche Problem ist, dass sie in allem ein bisschen schlechter sind und ich finde, manche Sachen machen sie zu kompliziert. Also das, was ich vorhin mit Ginter als zweiten Sechser beschrieben habe im Aufbau, coole Idee und so, hätte auch funktionieren können, hat's aber nicht. Mach bitte erstmal wieder dein 4-2-3-1 gegen den Ball oder wegen mir auch mit Fünferkette 5-3-2 und mach das wieder safe. Bitte weniger Tore nach Standardsituationen kassieren, ganz Freiburg-untypisch, hat ein bisschen mit Atubolo zu tun, aber auch generell, also sind sie einfach gerade nicht mehr so on point wie in den letzten Saisons. Und wenn sie das wieder hinkriegen, dann kannst du darauf wieder aufbauen. Aber das, ich glaube, das muss Freiburg jetzt echt schaffen, weil jetzt geht's ja dann nach Piräus, dann zur Eintracht. Wir alle wissen, welch unangenehmes Pflaster das sein kann. Sie fragen für wen? Vor allem für Christian Streich. Ja, wirst du noch lange dran zu knabbern haben an mein dieser Leben Szene lang. Mit David Abraham. Vielleicht vergessen. Ist es vor den Emotionen wieder hochkochen bei dir. Er hat den Schritt reingemacht. Eine kleine Pause. Er hat den Schritt reingemacht. Es wird jetzt wieder heiß. Vielleicht fühlen die sich hier. Deswegen machen wir eine kurze Pause. Ein einziges Wort und dann sind wir gleich wieder da. Und dann schauen wir mal, wer das Auge hat. Bundesliga, nahezu live. Streitigkeiten hier am rechten Flügel wurden. Er hat den Schritt zur Seite gemacht. Fast ad acta gelegt, aber werden vielleicht gleich nochmal aufbrechen, aber ist nicht schlimm. Wir wollen die Emotionen ja auch. Was wäre der Sport ohne Emotionen? Gar nichts. Leibesertüchtigung, mehr nicht. Wie wäre es, wenn man das im Lacrosse und im Eishockey sind ja Prügeleien erlaubt? Bis einer zu Boden auch. Geht. Im Boxen auch, richtig. Danke für den Einwurf. vielleicht sollte man das einführen in der Bundesliga. Ja, ja, finde ich gut. Also willst du das wirklich sehen? Wie sich da irgendwie so zwei Hemden eingeben. Also findest du, es gibt so viele Bundesligaspieler, wo man sagt, da würde ich jetzt richtig gerne sehen, kommt natürlich drauf an, wer aneinander rät, aneinander gerät. Das ist natürlich immer. Aber im Eishockey gibt es ja den Enforcer auf dem Eis, also der nur kommt, um auch auszuteilen. Das finde ich eine interessante neue Position im Fußball. Wobei man sagen muss, dass die Hinausstellungen im Fußball deutlich mehr Konsequenzen haben als im Eishockey. Zumindest in aller Regel. Deswegen glaube ich, dass das keinen Einzug halten wird. Ich aber eine nur super mal ein paar Idee. Kreative Ideen. Ja, super. Okay. Kreative Ideen hat auch zum Beispiel Xavi bei Leipzig gehabt wieder. Und man überleitet. Xavi Simons meinst du, ja. Ja, der möchte Xavi genannt werden. Er hat lange in Spanien gelebt und hat vermutlich auch ein Vorbild. Der dritte Spitzenclub da oben, würde ich ihn mal nennen, der derzeit performt. Wenn ich dir das kurz erklären bitte. Der kommt ja aus der Barcelona-Schule. Ist richtig. Und hat sich deshalb, ist es, der heißt gar nicht Xavi, der hat sich so genannt. Ja. Wegen Xavi. Alonso. Xavi Alonso von Real Madrid. Der Xavi. Du darfst wieder jetzt. Genau, und damit sind wir schon etwas holprig, aber die Brücke haben wir dann trotzdem irgendwie überquert, angekommen bei Rasenballsport, wie ich sie gerne nenne. Leipzig, die ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben. Und Augsburg, die, da kannst du gleich ein bisschen mehr zu sagen, zumindest mal bis zum Stand von 3-0.
nicht wirklich im Spiel waren. Danach hat Leipzig gesagt, so komm, wir wollen euch jetzt nicht demütigen. Hat Augsburg auch ein bisschen Anteile gehabt, aber am Ende war das eine klare Nummer. Das ist ja Leipzig bekannt. Ja. Ja, ist so, die müssen sich ein bisschen beliebt machen. Dass die am schwierigen Start so ein bisschen die müssen sich hier und da ein paar Sympathien dazu gewinnen und sei es nun mal durch die Gnade, die sie ihrem Gegner zuteil werden lassen. Oder wie hast du das gesehen? Nö, ich fühle mich trotzdem gedemütigt, ehrlicherweise. Also nach 30 Minuten war das Spiel eigentlich gelaufen. Muss man so sagen. Es wurde noch mal besser in der zweiten Halbzeit, aber es war mal wieder Katastrophe. Mir war aber auch vorher bewusst, dass wir da nichts holen werden. Dafür ist es einfach auf zu einem hohen Level und wir haben gerade an so vielen Ecken und Enden noch Abstimmungsschwierigkeiten. Die Defensive ist Katastrophe leider immer noch. Offensiv machen wir zu wenig, nutzen die Chancen nicht. Vargas beispielsweise hatte die eine oder andere gute Chance noch mal in der zweiten Halbzeit. Aber wenn wir uns anschauen, wir hatten Unentschieden gegen Bochum. Wir haben dieses Spiel gegen Gladbach ganz wild noch mal hinten raus gedreht, aber da haben wir auch 4 Tore gekriegt. Mhm. Da ist Bayern oder Leipzig ist da kein Thema für mich. Also es wäre unrealistisch. Aber es gibt ja auch mal so Momente. Mainz hat auch mal in Leipzig gewonnen. Also es kann auch mal der Kleine zuschlagen. Warum? Schalke hat mal in Leipzig gewonnen. Schalke hat mal in Leipzig gewonnen. Unter Daniel Wagner, David Wagner. Ist das nicht vielleicht auch Teil des Problems, dass Augsburg den Kreis an möglichen Punktekandidaten so klein zieht, dass sie vielleicht da schon von vornherein abschenken? Nee, ich würde das Problem eher darauf schieben, dass Leipzig so krass effizient war und Augsburg ist alles andere als effizient. Also auch wenn sie Chancen haben, verwandeln sie die oft nicht. Wie gesagt, die erste Halbzeit finde ich, das war gar nichts. Das war gar nichts. Und man muss aber natürlich auch sagen, der Kader findet sich gerade noch. Wir hatten ja extrem viele Neuzugänge jetzt im Sommer. Sowohl offensiv als auch defensiv kam noch der ein oder andere. Babu, dann eben Rechtsverteidiger, ich habe es vorher angesprochen, war ja ein großer Need. Der wurde dann auch noch zum Glück gefüllt. Engels auf der Bank habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann macht er schon diese Drecksarbeit, geht da auf die Rechtsverteidigerposition in den ersten Spielen. Und wie wird es ihm gedankt, dass er auf der Bank sitzt? Und es ist meiner Meinung nach einer unserer fähigsten Spieler. Ob das jetzt Standards sind im Mittelfeld. Also der hat auch einfach Ideen. Hat man jetzt auch wieder gemerkt, die waren halt einfach dann auch nicht da, als er nicht gespielt hat. Und eben Pfeiffer beispielsweise hat jetzt erstes Spiel gemacht für Augsburg, der war ja rot gesperrt. Also man merkt einfach, da ist auch noch nichts, das Team hat sich noch nicht gefunden. Ich frage mich mal, was ist denn die Idee jetzt dieses Jahr? Weil in den ersten beiden Spielen waren die ja noch relativ spielstark und haben dann ja auch immer wieder drauf gesetzt. Du hast gesagt, Engels Rechtsverteidiger zum Beispiel. Und jetzt gegen Bochum und Leipzig auch zumindest in der ersten Halbzeit so gar nicht mehr. Was ist denn, wohin geht das denn mittelfristig? Das ist die große Frage. Das weiß irgendwie so gefühlt niemand. Also seit Maaßen eigentlich da ist, sucht er sich, hat viele Sachen ausprobiert. Jetzt sind es dann gegen Ende der letzten Saison dann doch wieder viel so ekliger Fußball gewesen. Mhm. Einfach ja durch Kampf versuchen sich die einen oder anderen Punkt zu holen. Viele hohe Bälle auch. Also es ist irgendwie. Ich finde, Bello ist jemand, wo ich Hoffnung reinsetze. Der gefällt mir immer mal wieder gut. Jetzt hat er beispielsweise gegen Leipzig auch wieder Schnitzer drin gehabt. Aber der ist noch jemand, wo ich sage, hey, der ist jung, der ist groß, der kann auch mal einen Kopfball machen. Sven Michel wurde geholt als Routinier. Also du hast ja eigentlich Tietz beispielsweise. Es wurde viel reingebuttert in diesen Kader. Aber wie gesagt, mir fehlt da noch so ein bisschen, ich kann es auch noch nicht so ganz erkennen, wo die Reise hingehen soll. Hast du verstanden, warum Raube Leo jetzt nicht mehr so die Rolle spielt, sowohl mannschaftsintern nicht mehr Kapitän als auch, also er wurde jetzt hier eingewechselt, dann wurde es besser, aber es war die zweite Hälfte, wo man eben nicht so genau weiß. Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Was war das jetzt, dass Leipzig da weniger gemacht hat? Aber das konnte ich nämlich gar nicht verstehen, weil ich fand, Raube Leo war in dieser richtig schlechten Rückrunde noch einer derjenigen, der zwar nicht fehlerfrei gespielt hat, das hat aber kein Augsburger, aber der halt immerhin noch mal gute Aktionen hatte. Und jetzt spielt er keine Rolle mehr. Und gerade in so einem Spiel hat ja komplett jemand gefehlt, der mal gesagt hat, ey Jungs, durchatmen. Es wird schon irgendwie klar, treffen die gerade mit jedem Schuss, aber kriegen wir alles hin? Da gab es wohl intern so ein bisschen Reibereien mit ihm. Also, zwischen ihm und Maaßen? Ich glaube auch in der Kabine. Er hat wohl vieles auch sehr, sehr kritisch hinterfragt. Es kam teilweise auch nicht so gut an. Und von dem her. Das lief ja so gut eine Rückrunde da. Nee, aber gut, du brauchst jetzt vielleicht auch nicht unbedingt einen Unruhestifter. So. Ja, ja. Das ist halt immer so diese feine Balance. Ich gebe dir aber recht. Also, ja, die ein oder andere personelle Entscheidung verstehe ich eben auch nicht. Gerade Engels auch. Also ich finde es von außen betrachtet zu viel
Umbruch. Ich wäre für einen Umbruch in Maßen. Ich mag dich. Mal, du kriegst auch noch Reaktionen. Das ist gut. Ne? Und 10 Minuten neben Nils. Es wirkt auch manchmal einfach so ein bisschen so, wir schmeißen da jetzt einfach 5 Offensivspieler rein und irgendeiner wird schon was reißen. So ein bisschen planlos schon fast. Ja. Mhm. Also das ist Stefan Reuter, der jetzt irgendwie dann auch geht, so zumindest in beratende Funktion zurückgezogen wird, da ist ja sehr viel auch hinter den Kulissen gerade was. Es ist aber gefühlt seit 1-2 Jahren immer irgendwas los. Ob das jetzt irgendwie Weinziel war, jetzt eben Stefan Reuter, diese ganze Pepi-Geschichte, brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt wird ja auch gemunkelt schon wieder, ob jetzt Breitenreiter eventuell Maaßen beerben könnte, weil Jurendic. Das wird ernsthaft gemunkelt? Ja, Jurendic und Breitenreiter kennen sich noch aus Zürich, haben da damals zusammen die Schweizer Meisterschaft geholt. Ja, ist für mich auch ein rotes Tuch, Breitenreiter, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, aber bei Twitter beispielsweise habe ich sehr, sehr viele Leute gefunden, die pro Breitenreiter sind, sagen, ja, er wurde aus verschiedenen Stationen grundlos entlassen. Also ja, es gibt viel, was los ist. Eine sehr exklusive Sicht. Schalke, ja. Aber lasst uns auch noch mal kurz über Leipzig reden. Was ist denn zum Beispiel mit Timo Werner? Stürmer Nummer 4. Was ist da los? Der spielt ja also nicht nur keine Rolle, der spielt gar keine Rolle. Der wurde eingewechselt immerhin noch. Der 87. Minute. Das hat er doch bekommen. Also, ja, aber wenn du guckst, das hatten wir ja schon in den letzten Wochen immer wieder, Paulsen ist einfach sehr wichtig als Bindeglied auch da vorne drin, auch, dass du mal einen langen Ball spielen kannst, damit die auch um ihn rumwuseln können, damit Openda vorne reinstarten kann, für den Simmons auch als Anspielpunkt. Und dann hast du da gar nicht mehr so die Rolle, die ein Werner spielen kann. Jetzt haben sie mit Forsberg und Xavi halt gespielt, die einrücken, um halt da im Zehnerraum Präsenz zu haben. Und dann kann auch Werner nicht mehr auf links außen spielen. Also ist in dem Kader schon eine ganz schwere Rolle, weil die Rolle des Torschützen und hinter die Abwehrsprinter, die hat Openda inne, der das einfach super macht. Dahinter hast du so viel kreative Macht auf den Flügeln auch. Da ist nicht so wirklich die hundertprozentige Rolle für ihn da. Ich denke auch, Openda ist ähnlicher Spielertyp wie Werner, also kommt auch viel über die Geschwindigkeit, aber ist deutlich stärker im Abschluss. Also Timo Werners großes Problem war immer, dass er kein Killer vom Tor ist. Der hat sich ja Chancen erarbeitet durch sein Tempo, wenn er dann auch, der ist ja auch gut darin, Räume zu sehen und zu starten, sich anzubieten, wenn er dann vernünftig bedient wird und auch den Platz findet, dann darin ist er ja echt gut. Nur wenn du halt am Ende 30 Chancen brauchst für ein Tor und Openda ist einfach, das merkst du direkt, ist ein Killer einfach. Der macht, ja, also ist meiner Meinung nach, der braucht viel weniger Chancen. Der kommt, bei dem hast du das Gefühl, okay, das klingelt auch gleich mal so. Und bei Werner habe ich immer das Gefühl, wenn der allein aufs Tor läuft, dann denke ich immer so, ja, wahrscheinlich wird der Torwart den irgendwie noch halten. Und hat Leipzig einfach zu viel Qualität. Und ich glaube auch so zwei Spielertypen, also Openda und Werner, brauchst du, weiß ich nicht, vielleicht mal gegen die Bayern oder so, wenn du Wiese vor dir hast, keine Ahnung, ob das dann irgendwie mal eine Option ist. Spielt doch gar nicht mehr, habe ich gesagt. Der Wiese. Egal. Ja. Ah, okay. Es tut mir leid. Entschuldigung. Wenn Timo Werner aufs Tor zu läuft, dann halten sich immer die Zuschauer in den ersten Reihen so Hand über ein Bier. Mm. Das ist, ja. Kann alles passieren. Wen ich noch kurz erwähnen wollen würde, wäre Lukeba, weil Leipzig hat mit einer saujungen Innenverteidigung gespielt, weil ja sowohl Olmo verletzt als auch Orban verletzt zurückgekehrt sind von den Länderspielen. Und gerade bei Orban, der fällt noch ein bisschen länger aus. Der hat das gut gemacht dafür, dass er jetzt quasi da so ein bisschen reingeworfen wurde. Also hätte man letzte Saison auch nicht gedacht, dass Olmo und Orban fehlen dürfen. Und dann geht es einfach so weiter bei Leipzig. Ja, ich meine, Olmo hat ja sowieso gefehlt immer. Ja. Also, Olmo fehlt immer. Ja, das stimmt. Also bei Olmo war es wahrscheinlich eine Frage der Zeit. Das ist irgendwie auch eingepreist. Ja, also ich glaube, der würde vielleicht auch schon woanders spielen. Also wenn er nicht so diese Verletzungsanfälligkeit hätte, kann ich mir vorstellen, dass er schon ein Vereinsregal weiter oben auch anzutreffen wäre. Aber in dem Fall, ja, bei Leipzig muss man sich darauf einstellen, dass er nicht 34 Spiele macht in der Saison, das denke ich schon. Aber es war auch Augsburg, ne? Muss man dazu sagen. Also es war Augsburg und die haben es auch mit sich machen lassen und dann kommt auch die Qualität in der Offensive da zum Tragen, wenn sie dann nicht unterbunden wird, vernünftig, und dann geht so ein Spiel eben so aus. Ich würde ganz gerne dich nochmal eben fragen, wie du, also hast du Angst? Ich frage einfach direkt, hast du Angst um den FCA? Weil vor der Saison hätte man ja denken können, okay, dieses Jahr vielleicht ein bisschen durchschnaufen. Du hast da so mit Augsburg und Darmstadt zwei Aufsteiger, die dann klare... Bitte? Heidenheim und Darmstadt. Wollte ich sagen, dankeschön. Heidenheim und Darmstadt, zwei Aufsteiger, die dann, wo man sagt, okay, die sind klare Außenseiter. Vielleicht kann Augsburg ein bisschen früher den Klassenerhalt klar machen. Das sieht nicht danach aus derzeit. Nee, Angst würde ich es nicht nennen. Ich kann es ja eh nicht beeinflussen, muss man auch sagen.
Respekt, aber das habe ich eigentlich jede Saison. Also ich bin jetzt seit 2018 Augsburg-Fan und seitdem ist eigentlich immer... Wie ist das passiert? Ist da eine Geschichte da? Dahinter? Nicht wirklich. Ich war lange Zeit auch Bayern-Fan, habe mich dann abgewendet und hatte dann ein paar Jahre keinen Verein und habe mir dann Augsburg ausgesucht. Wow. Okay. Ja. Ja. Naja, das ist der krasse Wechsel. Das, was man bei Bayern nicht kriegt, kriegt man bei Augsburg. Ich wollte kein Drama und lange Zeit war Augsburg auch drama-free. Inzwischen, warst du schon mal in Augsburg? Ja. Ja, also ich bin aus dem Süden, deswegen war das jetzt nicht also so weit weg. Also es muss ein Verein aus dem Süden sein. Nee. Von der A8, also als nächstes aber von Stuttgart oder wie? Ja, nee, irgendwie Augsburg fand ich halt immer sympathisch. Und dann wurde ich so ein bisschen reingezwungen, nee, du brauchst ein Team, als ich bei OneFootball damals gestartet habe. Also sind die schuld? Die sind schuld, ja. Okay. Genau, die sind schuld. Die sind schuld. Ja. Wirst du wahrscheinlich in deinem Leben noch das ein oder andere Mal da anrufen und Schadenersatz fordern, wenn die dich weiter so piesacken. Du, ich denke mir aber immer, es gibt halt, das ist das Gute bei Augsburg, es gibt immer andere Teams, die es noch schlechter machen und da ist ja dieses Jahr Heidenheim, Darmstadt, da gibt es ja immer noch genügend andere, die da mindestens mit in der Verlosung sind und da ist immer so mein Poker, okay, wir werden am Ende doch wieder 14. oder so. Darauf konnten sie in der Vergangenheit bauen, ob es dieses Jahr auch so ist, das werden wir sehen. Wir werden eben so eine schöne Ausfahrt nach Stuttgart, die du mir angeboten hast, auf der 8. nächste Station Stuttgart. Ich würde gerne einfach wirklich einmal umdrehen und die Ausfahrt dann tatsächlich auch nehmen und über Stuttgart sprechen, weil die eine super interessante Saison hinlegen. Ich habe sie ja in der Relegation schon spielen sehen und das lag nicht nur am HSV, dass das so eine deutliche Angelegenheit war, sondern eben auch an der Qualität, die Stuttgart zu der Zeit auch schon hatte, dann unter Hoeneß. Diese Saison sind sie komplett irre. Lass uns mal ganz kurz, dass ich nicht falsch sage, dieses Spiel nochmal durchgehen. Jetzt haben sie 3-1 in Mainz gewonnen. Bei Gyrassi. Wildtor, Gyrassi noch drei? Alle drei. Ja. Alle drei? Das ist völlig lächerlich. Der Typ hat 8 Tore in 4 Spielen oder so gemacht. Davor haben sie 5-0. 5-0. Gewonnen, ne? 5-1, dann haben sie in Leipzig oder was, haben sie richtig 1-5. Klatsche gekriegt und davor haben sie aber auch irgendwie nochmal 5 gemacht. Also, was machen wir denn jetzt mit Stuttgart? Ist das jetzt eine kurze Momentaufnahme, wo es einfach völlig riot ist und das wird sich irgendwann einpendeln oder ist Stuttgart auf einmal das Abenteuer der Liga geworden? Also, die machen unglaublich Spaß. Muss man ja auch mal sagen, ich war bei der Rasenfunk-Saisonvorschau. Was ist dieses Rasenfunk? Das ist ein Podcast, wo diverse Leute sitzen. Manche kennen sich mit Fußball aus. Andere haben gesagt, der VfB Stuttgart wird 16. werden am Ende dieser Saison. Wow! Und das noch, das werde ich dir die ganze Saison durchvorhalten, weil ihr habt auch so ein bisschen auf mich herabgeblickt mit dem 9. Tipp. Und da war noch Endo sogar noch dabei in dieser Mannschaft. Der Sebastian Hoeneß, das hat, glaube ich, Lena Kassel hat das mal gesagt, als wir noch Mainzer Keller gemacht haben. Jetzt wird das hier zum Privatgespräch. Was ist Mainzer Keller? Ja, das gibt's nicht mehr. Das kannst du auch ganz schnell vergessen. Die hat er damals auch schon gesagt, das fand ich, die hat er immer Hoffenheim so gelobt und der Hoeneß hat immer gesagt, das ist das Team mit dem zweitbesten Ballbesitz der Liga. Ja. So, das hatte sie immer damals gesagt. Und jetzt, wenn man jetzt, wo Hoeneß bei Stuttgart ist, sehe ich das auch. Also die haben ein unfassbar gutes Ballbesitzspiel. Also die können wirklich hinten herausspielen, den Gegner locken und dann über die Außenverteidiger das Spiel auslösen und auch mit sehr guten Sechsern. Stiller Kauf war da auch ein sehr guter Move, glaube ich. Der passt nämlich sehr gut. Der weiß ja, er kennt ja Hoeneß auch, der kennt auch die Spielidee. Das passt. Und dann haben sie einfach Gyrassi, der aktuell wirklich jeden Schuss, den er hat, reinmacht. Okay, einmal, damit er seine, ich glaube, du hattest es im Rasenfunk erzählt, jeder Schuss, den er abgegeben hat, der war auch im Tor irgendwie so. Also jeder, der aufs Tor ging. Jeder, es gab noch keinen Torhüter, der in dieser Saison einen Schuss von ihm halten konnte. Ja, gab dann aber auch so diese eine Szene, wo er bei den Ball tritt, wo dann Silas noch die große Chance hatte. Aber trotzdem, der macht halt momentan jede Bude rein. Und da muss man auch sagen, Hut ab an Lothar Matthäus. Der war schlauer als der gesamte Bayern-Transferkomitee. Der hat ja gesagt im Sommer, Bayern soll sich nicht um Kane bemühen, sondern nächstes Jahr Kane ablösefrei holen und dann dieses Jahr mit Gyrassi spielen. Du darfst natürlich auch nicht Chris Führig vergessen. Ja, finde ich, ist immer noch eine, auch für mich neben Gyrassi, entscheidende Person. Und ich finde es so krass bei Stuttgart, wenn man bedenkt, wen die eben abgegeben hast. Endo hast du gerade angesprochen, Mavropanos weg. Das waren ja alles Leistungsträger letzte Saison. Sosa auch noch weg. Sosa, genau. Ich meine, man muss dazu sagen, das hat Sebastian Hoeneß nach dem Spiel logischerweise auch gesagt, es war schon eine enge Partie. Also Mainz hatte mehrfach die Chance aufs 2-2, hat sie nicht genutzt. Und Gyrassi, ich meine, wie er diese Tore macht, ist halt total absurd. Also allein das Dritte, wo er sich quasi selbst den Kopfball vorlegt und Zentner auch ein bisschen schnell rauskommt, was dann den Deckel drauf macht. Aber es stimmt schon, dass das, also im direkten Vergleich mit Mainz, wo man ja eigentlich glauben würde, Mainz 05, Bruce Svensson jetzt schon da mehrere Jahre, da auch den Kader zusammengehalten, eigentlich so ein bisschen so ein SC Freiburg-Fall, finde ich gerade. Wenn man da vergleicht, welche Spielkultur Stuttgart hat und welche Mainz nicht hat über lange Phasen des Spiels, wurde da ein bisschen besser, als in der zweiten Hälfte umgestellt haben.
Aber das fand ich schon krass. Und gerade dieser Aufbau von Stuttgart ist mir auch aufgefallen. Dieses, was De Zerbi mit Brighton & Hove so in den Fußball reingebracht hat. Nübel wartet mit dem Ball am Fuß so lange, bis er angelaufen wird. Dann verteilt er den Ball. Die Sechser stehen nah beieinander, aber immer so in einem Winkel, dass sie immer miteinander kombinieren können. Und wenn sie sich das nicht trauen, dann spielen sie auf einen Außenverteidiger. Und von da dann irgendwie wieder versuchen sie nach vorne. Sie sind immer nach innen gezogen. Silas und Führich haben jeden Ball möglichst schon mit dem ersten Kontakt nach innen mitgenommen. Die haben das super gut gemacht. Nur in der ersten Hälfte haben sie noch gar keine Chancen damit rausgespielt. Das war total verlorene Liebesmüh. Da war es deswegen auch eher so, also für Taktik Interessierte, glaube ich, interessant. Für alle anderen, glaube ich, nicht so wahnsinnig sehr. Aber das ist schon wirklich, und im Vergleich dazu Mainz zu sehen, die einfach bei allem geblieben sind, was sie immer machen. Lange Bälle, manchmal ging es ein bisschen flach in der zweiten Hälfte dann nach vorne. Aber so richtig besser wurde es dann eigentlich erst, als Ajorg gespielt hat. Und dann wieder so alle sich einfach wie so ein Schwarm um ihn herumgestellt haben bei jedem langen Ball. Weil irgendwo in irgendeine Richtung fällt der Ball und dann müssen wir ihn einsammeln. Die haben das nicht schlecht gemacht, die hätten auch 2-2 spielen können. Aber bei Mainz 05 würde ich mir jetzt viel größere Sorgen machen als beim VfB. Ich möchte alles, was ich vor der Saison gesagt habe, oder vieles von dem zurücknehmen, weil ich sehr Hoeneß-kritisch war vor dieser Saison. Warum? Also, weil ich fand, dass Hoffenheim mit ihm, ich finde, bei Hoffenheim hatte er richtig gute Mittel und hat da sehr wenig rausgeholt. Also da fand ich auch zum Beispiel das Aufbauspiel von Hoffenheim. Ich weiß nicht, da waren Lena und ich, wir waren uns da immer uneinig, wie gut sie sind. Jetzt beim VfB finde ich es sensationell gut, wirklich. Die kommen richtig, richtig gut ins Aufbaudrittel. Aber wer hat denn bei Hoffenheim nach Nagelsmann überhaupt den Erfolg gehabt? Also wie sehr liegt es da an dem Trainer? Ja, stimmt. Wahrscheinlich war es die Mentalität. Jetzt ist ja Hoffenheim ganz gut gestartet mit 3 Siegen aus 4 Spielen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung. Nimm sie dir. Wollen wir nicht noch Mainz noch kurz? Weil da muss ich sagen. Ja, doch, bitte. Ja, weil bei Mainz, ich finde es interessant, wenn ich dran denke, letzte Saison gab es ja dann schon die Diskussion, kurzzeitig waren sie ja sogar an den internationalen Plätzen dran. Wir erinnern uns auch an das Spiel gegen die Bayern. Und ab da ging es ja bergab. Und seitdem ist es eigentlich, also sie nehmen das ja noch aus der letzten Saison mit, ins 9 Spiele jetzt ohne Sieg schon am Stück. Ja. Das ist ja auf jeden Fall ein Abwärtstrend, den man nicht mehr wegignorieren kann. Und dafür, finde ich, ist es in Mainz eh noch relativ ruhig. Ich glaube, bei anderen Vereinen wäre schon richtig. Kann mich nicht ausdrücken, wie ich möchte, aber ihr wisst, glaube ich. Natürlich darfst du das. Hallo. Ja, alles, manche Leute hier am Tisch haben ja Mainz auch als Absteiger gewartet, wann das kommt. Und wurden dafür sowohl von draußen als auch intern heftig es sind angegangen. 4 Spieltage. Jetzt feier die Feste ruhig, solange du sie kannst, aber kann sie ja auch noch ein bisschen was tun. Kann sich noch was tun. Wir haben auch nächste Woche das Duell Augsburg gegen Mainz und das dann auch noch Bremen gegen Köln. Also jetzt nach 4 Spieltagen jetzt schon den Stab über einzelne Teams zu brechen, ist natürlich schwer, aber Mainz ist schon schlecht in die Saison gestartet und wenn sie jetzt wieder verlieren kommende Woche, dann müssen wir mal hier so ein Mainz-Krisensegment machen. Würde ich behaupten. Absolut. Ich habe auch so das Gefühl, dass also es wirkt alles sehr unrund, auch wenn man so Bo Svensson mal beobachtet. Irgendwie der wirkt angeschlagen. Ja, das ist aber immer so. Also Bo Svensson ist ganz oft, ich sehe ja viele Spieltagspressekonferenzen, den nervt das halt einfach oft. Gerade wenn es nicht läuft. Und dann findet er die Fragen doof und ich glaube auch manchmal die Fragestellenden. Und das ist und gleichzeitig ist es aber auch so, also nach dem Spiel zum Beispiel waren die ersten 3 Fragen quasi, die ihm gestellt waren, ja, jetzt sind ja irgendwie alle Gegentore nach individuellen Fehlern gefallen, weil irgendwie einmal rutscht der weg, einmal verschätzt sich Bell unter dem Ball und so weiter und so fort. Wie kann man das denn abstellen? Kann man ja eigentlich nicht so richtig. Das war quasi schon die Frage. Und dann, das war die erste Frage an ihn. Und dann hat er gesagt, ja, kann man nicht so leicht abstellen. Stimmt. Kann es aber auch nicht erklären. Ist halt jetzt scheiße, ne? Und dann hat er logischerweise ganz viele Dinge gesagt, warum es ja doch gar nicht so schlecht war, womit er auch nicht komplett Unrecht hatte. Also Bo Svensson hat immer tendenziell eher schlechte Laune als gute Laune, würde ich sagen, in Pressekonferenzen, wenn es nicht gut läuft zumindest. Aber generell ist die Frage schon, wie das bei Mainz 05 weitergeht. Weil es gibt schon so auch im Kader ein paar grundsätzliche, also Sepp Vandenberg, der war ja auch einer derjenigen, der jetzt nicht so gut aussah in diesem Spiel, wieder in Einzelsituationen. Nicht mal ein Stefan Bell, auf den kannst du dich auch gerade nicht verlassen. Sie haben umgestellt. Mwene hat eine ganz komische erste Hälfte gespielt. In der zweiten war es ein bisschen besser. Da war er klarer Rechtsverteidiger. Vorher war er, haben sie es so ein bisschen asymmetrisch gespielt. Richter, auch schon so ein Transfer, wo man sich gedacht hat, hätte man Mainz gar nicht zugetraut, dass das jetzt quasi das ist, was sie brauchen. Weil man hätte gedacht, ihr braucht doch eigentlich Spielstärke, dass ihr jetzt auch mal anders Chancen herausspielen könnt. Das sind so die großen Themen.
2-1. Aber jetzt werden sie ja gegen Augsburg, das wird ein Leckerbissen. Absolut. Können wir uns wirklich drauf freuen. Ja. Und dann wird es ja eher gut. Die Heimspiele von Augsburg will immer 4-4, 2-2. Wahrscheinlich kommt es ein 3-3. Also wird schon was passieren. Irgendwas, was uns unterhält. Wir sehen, wer die Passgenauigkeit von 60% unterbietet. Hätten wir ihn angenommen. Ich sag Augsburg. Augsburg zuerst. Sag beide. Gut, jetzt hatte ich so eine schöne Überleitung. Die habe ich natürlich jetzt nicht nehmen können. Wir sind zu weit weg. Hast du noch eine? Ja, schöne? Er hat doch auch Werder gegen Köln, hat er schon erwähnt. Ja, das ist auch schon ein bisschen. Das ist auch schon diese 2 Kilometer. Aber egal, nehmen wir sie doch. Werder gegen Köln. Nico ist nicht da. Wie so oft, wenn Werder verliert. Also sehen wir in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr so oft. Das war interessant. Heidenheim ist ja eigentlich ganz gut in die Saison gekommen. Tobi, du hast ja auch Heidenheim attestiert, dass sie, wenn man einer der beiden Aufsteiger für eine Überraschung gut ist, dann sie, ja. Dann Heidenheim aufgrund ihrer Spielanlage, die dann noch ein bisschen mehr zur ersten Liga passt als die Darmstadt. Mhm. Und das haben sie eigentlich auch ganz gut bestätigt. Sind, obwohl die Punkte dann auch unglücklicherweise nicht ganz so geregnet sind, wie es hätte sein können, gut in die Saison gestartet und jetzt so den ersten Sieg gegen Bremen, der zwischendurch auch schon mal wieder weg war. Sie haben 2-0 geführt, dann kam Bremen ran. Und dann, und das fand ich eine große Qualität, sind sie aber nochmal zurückgekommen und haben jetzt nicht irgendwie Angst bekommen, auch aus der Erinnerung der Nackenschläge der letzten Wochen, zu sagen, oh nein, geht's jetzt wieder bergab, sondern sie haben sich, sind wieder zurückgekommen. Dingschi mit 2 Toren, der aus Bremen gilt, das ist auch wieder eine dieser Geschichten, ne? In Bremen irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt und schießt jetzt 2 Tore gegen Werder. Mhm. Und am Ende gewinnen sie dieses Spiel und ich fand das auch verdient. Die besseren Chancen. Ja. Sie hatten die besseren Chancen. Sie hatten die mehr Zugriff im Spiel gegen den Ball. Also war ja so ein Mann-Deckungsfestival. Beide Teams halt extrem Mann gegen Mann, wie man das kennt. Aber die haben ja in der ersten Halbzeit ist Werder Bremen nicht so wirklich zur Entfaltung gekommen. Also Woltemade hat sich da ein paar Mal weggeschlichen zwischen den Linien. Du hast schon gemerkt, Woltemade, Kovnatski, die haben noch nicht so oft zusammen miteinander gespielt, um besser zu sagen, nie. Das hat dann Heidenheim gut gemacht und Heidenheim hat halt einfach so ein geiles Vierer-Duo, also Vierer-Duo sage ich schon, 2-2er-Duo da vorne, also Kleindienst und Pieringer, Kleindienst, der da vorne die Bälle anzieht und Pieringer, der um ihn rum wabert, Beste auf links, der einleitet und Dingschi, der Richtung Tor zieht, also das ist alles schon so ausgereift nach 4 Spieltagen, das macht halt wirklich Spaß und muss man dann aber auch natürlich Werder ein bisschen schelten, hat ja auch Duxch nach dem Spiel gesagt. Die haben dann wirklich 0-2 hinten gelegen, nach der Pause 3 Wechsel. Also da war Ole Werner, das macht er normalerweise nie, der war richtig unzufrieden. Und hat dann, aber dann hat Werder gut gespielt, haben auch gute Angriffe über rechts immer wieder gefahren, haben dann auch 2-2 relativ schnell geschaltet und dann wollten sie aber unbedingt noch mehr. Und dann haben sie Boré noch gebracht für Woltemade, was kein guter Wechsel war, fand ich. Und Heidenheim hat dann diese Konter besser zu Ende gespielt. Also es war so ein bisschen überdreht, zu viel gewollt von Werder. Mhm. Statt dass man sagt, okay, jetzt haben wir erstmal 2-0 aufgeholt, jetzt gucken wir mal, dass wir die erstmal nervös werden lassen. Sondern die haben halt direkt dann weitergespielt und dann konnte halt Heidenheim selber diese Nervosität sofort mit dem 3-2 abschütteln. Ja, und damit der erste Dreier. Ich vermutlich nicht dabei. Ich bin Heidenheim-Fan diese Saison. Es tut mir leid, ich bin vergeben. Musst du dir nicht leid tun. Das ist, es macht mir so Spaß. Ich freue mich, dass du endlich mal jemanden gefunden hast, der dein Herz erwärmt. Ich mag das voll gerne, dass die halt, das ist jetzt natürlich jetzt kein Leverkusen-Ballbesitz und wir spielen halt den Gegner an die Wand Fußball, aber das ist schon offensiv. Also die stellen sich nicht in Reihen, die spielen Mann gegen Mann, die haben offensiv gute Elemente, die sind halt fit wie ein Turnschuh, die laufen halt über 90 Minuten den Gegner kaputt, auch wenn die, die waren stehen sie ja auch in der zweiten Liga. Ja, die sind das fitteste Team. Die sind immer das laufstärkste Team und Standards. Die haben halt so viele geile Einzelspieler, wo du denkst, okay, die sind schon Beste, dass der letzte Mal so durchstartet. Dingschi, auch so ein teuer Kauf, der da jetzt plötzlich noch eine geile Rolle in der Bundesliga spielt. Also, das ist schon. Und im Gegensatz zu Darmstadt, die ja ein bisschen leer gekauft wurden, muss man sagen, hat Heidenheim echt so ganz gut den Kader gehalten. Ich finde, das merkt man. Und sie belohnen sich jetzt endlich mal auch für gute Spiele. Ja. Gegen Dortmund auch schon, finde ich, ein Topspiel gemacht. Aber wie du sagst, die Punkte waren so bisher das Problem. Mhm. Ja, wichtiges Erfolgserlebnis auf jeden Fall für Heidenheim. Und damit angekommen, 4 Punkte aus 4 Spielen, das ist, glaube ich, aller Ehren wert. Und Bremen, ja, ich habe sie ja als Enttäuschung getippt vor der Saison. Von daher, ich meine, so weit würde ich noch nicht gehen. Sie haben ja zumindest mal 1 Spiel gewonnen, aber auch 3 verloren. Da läuft auch noch nicht alles rund, ne? Also man hat viele vielleicht auch auf Naby Keita gesetzt, der natürlich, wenn er fit ist, eine unglaubliche Qualität bringt, aber der, auch da ist es eingepreist, dass er eine große Zeit der Saison auch einfach fehlt. Man weiß immer noch nicht, wie viel. Also wenn er viel spielt, ist der Gamble aufgegangen und wenn nicht,
Und dann nicht. Aber es gab doch mal das Gerücht, dass er jetzt sogar dieses Wochenende hätte schon starten können, beziehungsweise zumindest auf der Bank. Und dann war er ja nicht mal auf der Bank. Weiß man da? Ja, weil er nicht so fit war, dass man ihm einen dazu getraut hätte. Und man gesagt, man nimmt jetzt nochmal die Tage in Bremen mit, dass er da noch. Das heißt aber auch, es läuft jetzt schon darauf raus, dass er bald mal. Es läuft darauf hinaus, dass er gegen Köln mal zu einem Einsatz kommen sollte. Aber ist das nicht auch schon wieder alles auf eine Enttäuschung hin abgelegt? Also da bin ich dann bei dir, jetzt nicht, was die Gesamtbewertung angeht, aber kein Spieler kommt nach einer langen Verletzung sofort in guter Form mit zurück. Keita hat ja schon in der letzten Saison 22 Pflichtspiele verpasst, die er einfach verletzt gar nicht hätte spielen können. Also das finde ich schon, ist eine heikle Situation gerade für Werder, dass eben so viel dann auf einen Spieler schon wieder geguckt wird und der kann eigentlich gar nicht jetzt nach dieser Verletzung schon das bringen, was er bringen müsste, weil ich finde, dass schon viele Aufgaben, die Keita machen sollte, im Mittelfeld quasi sowohl die Löcher zulaufen, als auch dann in der Spieleröffnung mal mithelfen, das sind schon große Aufgaben, die gerade von vielen anderen nicht so gut gemacht werden bei Werder. Und dann noch vor einer Abwehr, die zumindest in dem Spiel gegen Heidenheim absolut nicht gut war, also auch deswegen Friedel Jung ja schon raus zur Hälfte. Sämtliche der drei Innenverteidiger, Pieper, Stark, Friedel, jeder hatte irgendwie einen schlimmeren Fehler mit drin. Und also deswegen, klar, es kann sein, dass Naby Keita alleine da schon viel Stabilität reinbringt. Und man hat auch Cimna zum Beispiel, der gekommen ist, hat gezeigt, vielleicht könnte man da ein bisschen in diese Richtung noch denken, ihn zu bringen. Bei Kovnatski hat man jetzt gesehen, hat er manchmal einfach einen schlechten ersten Kontakt gehabt, allein dadurch zwei Chancen weggeschenkt. Aber also ich finde, das deutet alles darauf hin, dass das eigentlich nicht nur mit Keita besser werden kann. Weil ich glaube, das ist wieder so ein Medienthema, so ein Stück weit. Weil ich hatte in keinem Spiel, würde ich jetzt sagen, dass das große Problem das Mittelfeld ist von Werder. Also das ist ja eine Zone, die sie dann häufig überspielen. Und Schmid ist auch ein guter Verfassungsday, macht halt seine Läufe in den Strafraum rein, was ja eigentlich Keita dann auch bringen soll. Ich finde halt, die eine Sache ist natürlich erwartbar, also dass du vorne, wenn du Füllkrug verlierst und jetzt auch noch Dux verletzt ist, dass du da dann kein eingespieltes Sturmduo hinbekommst, das ist normal. Und Woltemade und Kovnatski, die hatten so überhaupt gar kein Gefühl füreinander. Also Woltemade immer mit seinen kleinen Dribblings und Kovnatski war dann immer irgendwo, aber nicht da, wo Woltemade ihn gebraucht hat. War dann nach der Pause besser, tatsächlich mit Woltemade Dux, aber dann musste er das ja auch wieder relativ schnell aufbrechen. Dann gab es wieder Dux, Boré und die hatten auch wieder gar kein Gefühl füreinander. So. Also da, das ist natürlich so erwartbar. Und das Zweite ist halt die Abwehrschwäche, die Verteidigung. Also weil du musst ja mittlerweile in jedem Spiel einkalkulieren, dass sie ein oder zwei Gegentreffer nach individuellen Fehler kassieren. Und da kann auch Keita, glaube ich, nicht viel helfen. Mhm. Weil wenn du dir da anguckst, wie einfach das 2:0 fällt und wie einfach auch, ich glaube, das 2:3 direkt nach dem Ausgleich. 2:3, genau, über links, wo dann einfach niemand Beste angreift und dann Dingschi da völlig frei reinlaufen darf. Mhm. Das sind ja dann keine Dinger, wo ein Keita hilft. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht in der Entstehung, ne? Also auch nicht mal in der Entstehung, nicht mal in der Entstehung. Der Ball kommt über links. Ja. Pieper macht da Begleitung, Weiser ist da irgendwo offensiv, turnt er wieder rum. Mhm. Da ist ja nichts da. Da muss halt der Abwehr mal gucken, wo da Dingschi aus dem Hintergrund kommt. War das nicht die Bremer linke Seite, über die der. Genau, da war einfach. Der Beste konnte einfach über links. Ja. Einfach links. Ja, ich widerspreche dir auch ungern, weil ich meistens Unrecht habe. Aber ich wollte auch nochmal unterstreichen, dass ich auch insbesondere das 2:0 durch Dingschi, der ja auch nicht in einem Vollspeed, der so robbenmäßig irgendwie so an einer Strafraumlinie entlangläuft, dass man sagt, okay, den kannst du ja einfach nicht stoppen. Das war relativ gemächlich und wird eigentlich nur begleitet und kommt dann auch noch zum Abschluss. Und ich meine, Pavlenka sah da jetzt auch nicht so gut aus. Er hat ihn auf dem falschen Fuß irgendwie erwischt, aber das war jetzt auch nicht ins Eck, sondern das war deutlich zentraler, als man das vielleicht beim ersten Mal schauen gedacht hätte. Also das fand ich auch besorgniserregend, wie wenig Intensität und wie weit weg die auch waren in dem Moment von Dingschi. Ja. Tja, gut. Also Glückwunsch erstmal nach Heidenheim, um auf dem Positiven aufzuhören. Und Eddie, machen wir weiter. Machen wir mal nach Bochum? Mhm. Ja. Topspiel der Woche laut Sky. Bochum gegen Eintracht. Es war ein unterhaltsames Spielchen von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Ja, was soll man sagen? Es ist eine ganz komische Saison. Bislang ist es jetzt auch nicht so ganz ungewöhnlich bei dem Umbruch, den die Eintracht da gemacht hat. Ich glaube, 7 Neue haben gespielt bei der Eintracht, 6 in der Startelf oder so. Ist natürlich krass, ein neuer Trainer, der noch nie Bundesliga-Trainer war. Also da ist man könnte fast von einem Projekt sprechen,
dass da bei der Eintracht momentan ein Startup, ja, tatsächlich. Wo man aber noch nicht so weiß, ob es ein erfolgreiches Startup wird oder nicht. Ja, aber auf jeden Fall einen guten Eigenkapitalanteil. Die haben guten Eigenkapital, ja, bringt halt nicht so viel dann. Aber ja, also es fehlt auf jeden Fall ein Stürmer. Man hat es dann mit Gangkamm versucht jetzt mal. Der hat sich nicht empfohlen, so viel kann man schon mal sagen. Komplett, ich glaube, Ballkontakte? Ja. Fünf in der ersten Halbzeit irgendwie. Okay. Es war also komplett katastrophal. Mamouche kam dann rein, hat es auch nicht sehr viel besser gemacht. Man hat gemerkt, dass ein Kunku noch nicht der fit genug ist, um wirklich zu helfen, weil der kommt ja über seinen Speed und seine Dynamik, die ist noch nicht so richtig. Da hat auch Dino Topmöller dann auch sogar, was mir auffällt, dass er auf den Pressekonferenzen recht deutlich die Defizite seiner Spieler auch benennt. Also jetzt nicht im Sinne von runtermachen, aber schon klar sagt, ja, von Nkunku habe ich mir schon erhofft, dass er mehr in die Zweikämpfe reinkommt oder so. Das sagt ja auch nicht jeder Trainer so deutlich. Also wenn man es positiv formulieren will, kann man sagen, die Defensive von der Eintracht ist wirklich stabil. Mit Pacho und Koch hast du da sich verstärkt, ganz klar. Koch bislang absoluter Fels in der Brandung, spielt super raus hinten. Ist, macht auch Tuta an seiner Seite meiner Meinung nach besser. Also die Dreierkette hinten ist stabil, das ist nicht das Problem. Wir haben auch, glaube ich, erst 3 oder 4 Gegentore gefangen bislang. Das ist fast das wenigste, glaube ich, in der Liga. Das Problem ist ganz klar die Offensive. Und auch der Plan, also Jürgen Topmöller will Ballbesitzfußball spielen, aber hat Probleme gegen pressende Mannschaften. Und zum Beispiel Bochum hat krass gepresst. Also sie sind richtig vorne drauf gegangen, wo man sich gefragt hat, halten die das überhaupt 90 Minuten durch? Antwort, ja. Und die Eintracht hat dann sich nur noch zu retten gewusst mit Langhölzern nach vorne, immer wieder auch zu Trapp, wo man weiß, wenn er einen Schwachpunkt hat, dann sind seine Abschläge meiner Meinung nach. Die landen irgendwo, dann die langen Bälle in der Mitte stand dann Götze, die natürlich nicht festmachen konnte. Und dann kam die nächste Welle. Und das war teilweise ein bisschen komisch. Die Eintracht hat gekontert, hatte dann 3, würde ich sagen, 100%ige in der ersten Hälfte, die du machen kannst. Dann sieht es anders aus. Man muss auch sagen, Bochum hatte aber auch 2 sehr, sehr gute Chancen. Und ich finde, unterm Strich geht es unentschieden in Ordnung, wenn man gleich mal sagen muss, dieser Elfmeter. Ja, Mai, was soll man dazu sagen? Also, das ist halt, man kann es negativ formulieren, kann sagen, Mamouche muss da die Hände weglassen, weil er hält ihn natürlich kurz. Auf der anderen Seite, wenn man schon mal eine Ecke gesehen hat und sieht, wie da gehalten wird während der Positionierungsphase, dann würde so ein Elfmeter in jedem Spiel 10-mal gepfiffen werden. Aber es ist direkt vom Schiri gewesen. Es war keine klare Fehlentscheidung. Also, man kann da jetzt nicht sagen, dass das komplett falsch war, aber es hat ein Geschmäckle, weil es schon ein sehr seichter Elfmeter war. Unterm Strich war das Unentschieden korrekt. Ich finde, Bochum hat das echt gut gemacht, haben sich besser präsentiert, als man das erwartet. Haben halt gekämpft, gebissen von ersten Minute an und das auch durchgezogen und es der Eintracht echt schwer gemacht. Und die Eintracht ist noch in der Findungsphase, haben keinen richtigen Stürmer da vorne und spielt momentan so ein bisschen auf Zeit. Ne, die müssen sich finden. Man darf auch nicht vergessen, aber jetzt gerade der Kader war jetzt gerade dann komplett bei der Eintracht. Dann war wieder Länderspielpause. Also die neuen Chaibi, Nkunku und so weiter, die haben alle quasi mehr oder weniger noch gar nicht richtig trainiert. Also es ist noch so, ich kann das alles noch nicht so richtig greifen. Es sind natürlich viele junge Spieler. Also das ist eine Mannschaft. In meinen Eintracht-WhatsApp-Gruppen wird immer gesagt, nächstes Jahr wird's geil. Und das kann ja auch sein, aber erstmal musst du dieses Jahr bestehen und da gilt es jetzt erstmal irgendwie in die Winterpause zu kommen, weil leichter werden die Gegner vermutlich nicht mehr. Wir haben jetzt gegen 16., 17., 18. gespielt. Kann natürlich sein, dass einem andere Gegner besser liegen dann, wird man dann sehen, wenn jetzt härtere Kaliber kommen, jetzt mit Freiburg, weil oft sind es auch die vermeintlich kleinen, die auch sehr unangenehm sein können. Aber man fragt sich halt schon, gegen welche Vereine will die Eintracht denn Tore schießen? Wenn nicht gegen Darmstadt oder Bochum. Das ist mein Wort zum Sonntag. Ja, ich finde, wenn du Nankam, Kunku, Larsson, Skiri, Pacho, Koch, was habe ich jetzt, 7 Neuzugänge hast in der Startelf plus 9 Trainer, also da brauchst du eine Findungsphase, da kannst du nicht erwarten. Chaibi, Aronson auch in der zweiten Halbzeit. Genau, Chaibi und Aronson, also dann 9 mit den Einwechslungen, da kannst du ja nicht erwarten, dass das irgendwie geschmeidig läuft, sondern da musst du erstmal System finden. Jetzt hast du natürlich den eingeplanten Stoßstürmer vorne auch nicht
Ne? Also da musst du dich auch vielleicht nochmal ein bisschen umstellen. Ich glaube, die Eintracht braucht ein bisschen Zeit. Ich würde da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren in diesen eher dürftigen Auftakt, sowohl von den Punkten als auch von der Leistung her. Sie haben tatsächlich jetzt erstmal schlechtere Mannschaften bespielt. Ne? Also die großen Härtetests kommen noch. Vielleicht kommt ihnen das ja sogar entgegen, wenn sie dann ein bisschen das Spiel ein bisschen anders läuft. Aber das ist halt einfach, glaube ich, für mich so die größte Baustelle Bundesliga gerade, so ein bisschen die Eintracht. Ich glaube aber auch, dass so auf lange Sicht sind die super aufgestellt. Also sowohl finanziell, aber auch was so, die haben ja sehr viel auch im Hintergrund an jungen Leuten geholt, ne, im Jugendbereich und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein sehr gesunder Verein mittlerweile, die Eintracht, sodass ich mir da überhaupt nicht wegen einer kurzfristigen Punkteausbeute irgendwelche Sorgen machen wollen würde. Ich glaube, der Verein ist sehr, sehr stabil aufgestellt. Und wenn man mal auf die Tabelle guckt, darf man auch nicht vergessen, also gerade das Spiel gegen Darmstadt hätte man gewinnen können, dann ist man jetzt auch nicht so weit weg von der Spitzengruppe, aber wie das so oft ist, wenn man viel unentschieden spielt, ne, also ein Sieg mehr oder so und dann bist du schon wieder oben dran und keiner schimpft, aber man sieht's halt auch 4-3. Also ja, nie mehr als ein Tor habt ihr geschossen. Mhm. Ja, und man, ja, 4-3, also man sieht halt. Das es ist geht, doch Augsburg. Es geht gerade nicht so viel ab bei der Eintracht. Also das sind jetzt keine Spiele, wo man mit der Zunge schnalzen kann, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und wenn man so viele Unentschieden macht, dann kann es immer in beide Richtungen gehen. Ein Sieg und du bist oben dabei, zwei Niederlagen und du bist Abstiegskandidat. Das kennt man ja von der Eintracht, diese Unentschieden, ist ja nicht zum ersten Mal so, aber wie gesagt, nach 4 Spielen in dieser Situation würde ich da nicht so viel reininterpretieren. Lass uns kurz noch über Bochum sprechen. In jedem Fall, du hast gesagt, die haben über einen langen Zeitraum dieses Pressing auch durchgehalten, haben ihre Heimstärke wieder mal unter Beweis gestellt. Trotzdem sind es vielleicht dann auch diese Spiele, die du als Bochum auch gewinnen musst, ne? Gegen eine Eintracht, die eben noch nicht so rund ist, noch nicht so gefestigt und dann. Ja, so, wenn man mal so das Saisonziel Nicht-Abstieg formuliert, wo willst du die Punkte holen, dann finde ich, ist das eins dieser Spiele, wo man vielleicht auch einen Dreier einfahren könnte. Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch so sehen. Aber auch bei Bochum verändert sich ja einiges. Also da ist der Umbruch jetzt nicht so krass. Ich glaube, mit Mamouche waren sogar 10 Neuzugänge, die dann insgesamt gespielt haben bei der Eintracht. Das ist schon wirklich absurd. Aber du hast eine wieder mal neu formierte Abwehr. Bernardo, Wittig auf den Außen, Paslak und Masovic. Sie haben es dann so gespielt, dass Masovic mit Ball auf die 6 vorgerückt ist. Und Paslak spielt sowieso sehr weit vorgezogen. Sie bauen so asymmetrisch auf. Damit hatten sie auch eine klare Schwachstelle, die Eintracht Frankfurt auch systematisch attackiert hat. Also Götze, Larsson haben sich beide nach links rausfallen lassen, haben dann versucht, da den Ball reinzuspielen. Beide Chancen, die du vorhin erwähnt hast, in der ersten Hälfte kommen, glaube ich, auch über diesen Flügel zustande. Also da gibt es schon auch noch viel, was Bochum machen muss. Deswegen würde ich die ähnlich sehen wie Eintracht Frankfurt, nur eben auf einem anderen Niveau. Und dann finde ich aber, dass manche alte Qualitäten sehr gut funktioniert haben. Also Stöger hat einfach ein richtig gutes Spiel gemacht. Asano, tolle Partie gemacht. Wittek hatte seine Momente. Manche Sachen haben einfach wieder so funktioniert wie früher, auch das Pressing. Riemann hat sehr gut gehalten, was er halten musste. Deswegen würde ich sagen, klar, in der idealen Welt gewinnt Bochum das und jeder Punkt ist wichtig. Aber dafür, dass Bochum so eine seltsame Vorbereitung hatte, wo du nicht wusstest, also sie haben die ganze Zeit Fünferkette gegen den Ball, Viererkette im Aufbau, aber sie haben völlig wild durcheinander gewechselt, wie sie das quasi im Aufbau dann machen. Und es hat nie so richtig funktioniert. In dem Spiel fand ich es besser, immer noch nicht perfekt. Ich finde es nicht gut, wenn quasi jeder Gegner weiß, wenn wir den Ball gewinnen, spielen wir ihn auf den rechten Flügel des Gegners, weil da, also da noch Masovic nach vorne zu ziehen, habe ich nicht verstanden, wenn schon Paslak immer so weit vorne ist, aber okay. Aber ansonsten war das doch ein super, super Spiel. Die Art und Weise des Zustandekommens, des Ausgleichs, total albern, aber wenn es halt gepfiffen wird, kann es nicht mehr zurückgenommen werden. Ist so. Aber würde ich jetzt auch nicht irgendwie die Alarmsirenen anmachen bei Bochum. Gut. Nee, und was sie immer wieder, finde ich, schaffen, um noch vielleicht einen Satz zu sagen, ist dieses Emotionalisieren von Partien. Also ich meine, mit Frankfurt hast du ja eigentlich einen Gegner, der auch sehr, finde ich, so gefühlstechnisch auch immer spielt. Aber Bochum an der Castropor Straße ist einfach so, du weißt, du kommst da hin und es wird Hölle. 90 Minuten und das haben sie, finde ich, wieder bewiesen. Also die Fans waren gigantisch, aber auch das Team. Du hast gemerkt, von Minute 1, die werfen sich rein in jeden Zweikampf und die wollen das mit Haut und Faser und das, finde ich, ist irgendwie ein Statement, das du halt auch an die Gegner sendest. Du kommst zu uns und dann schau mal, wie du hier bestehst. So. Darauf muss Bochum aufbauen, das ist der Schlüssel zum Klassenerhalt, dass sie diese Heimstärke finden und den Gegner da bluten lassen. Ja, wir haben noch ein paar Spiele und weniger Zeit, weil wir uns so schön in dieser sehr charmanten Runde Zeit nehmen für die Begegnung, was ich auch gut finde. Ich werde jetzt meine Autorität durchsetzen. Du hast dein, ja, okay. Ja, wir sind ja nicht beim DFB, es gibt hier neben Graugänse und ich stelle ja auch nicht die Frage, wie ihr das alles fandet, das Spiel gegen Japan, sondern hier, jetzt geht's hier Darmstadt.
Weil da müssen wir einmal mit Elfmeter reden und dann die anderen beiden Spiele schnell durch, weil wir haben noch andere Themen auf der Pfanne. Du möchtest noch sehr gerne über die Wir müssen aber jetzt erstmal über diese Elfmeter-Szene beim Spiel Darmstadt gegen Gladbach reden, weil das war ja, glaube ich, die große Aufregerszene am Sonntagnachmittag. Darmstadt führt 3-0. Sieht sehr souverän aus, hat auch Chancen auf mehr. Gladbach steht komplett neben sich. Und dann gibt es zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 49. Minute, eine Szene mit Maglica, der den Ball wohl so, also im Strafraum so an die Hand, so eine leichte Schaufelbewegung, aber auch jetzt nicht so eindeutig. Und ich glaube auch erst auf Hinweis des VARs wird dann der Schiedsrichter nochmal an den Monitor gebeten und entscheidet dann nicht nur auf Strafstoß, sondern auch noch auf rote Karte. Und ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Aspekte an dieser Entscheidung, die wir durchaus auch getrennt voneinander behandeln können. Das eine ist erstmal, okay, Elfmeter ist vielleicht schon hart, aber dann auch noch rot zu geben mit der Definition, okay, der Gladbacher Spieler kann den Ball kontrollieren. Das ist ja sozusagen die Voraussetzung zu sagen, es gibt eine klare Torchance, wenn der Gladbacher den Ball auch unter Kontrolle hat. Und dann zu sagen, okay, er hat ihn unter Kontrolle, durch diese beabsichtigte Wischbewegung wird dem Spieler sozusagen die einschussbereite Möglichkeit dort irgendwie genommen. Und dann auch noch rot. Also ich fand das eine sehr harte Entscheidung. Die hat das Spiel natürlich dann am Ende auch gekippt. Mhm. Wie seht ihr das? Wer möchte? Also ich würde gerne das Bild sehen, in dem man sieht, dass wirklich die Finger den Ball berühren. Denn wenn sich an der Rotation des Balles gar nichts verändert und ich auch sehe, dass die Hand, ja, er wollte ja irgendwie so machen bei Schwanchara und er wollte ja gar nicht zum Ball. Und dabei hat er vielleicht irgendwie mit einem Fitzelchen seine Fingerkuppe den Ball noch berührt. Ich fand, er hat ihn schon berührt. Ich finde, das hat man dann schon in den 30 Zeitlupen, die sie dann angeboten haben und den 30 Lupenstudien, die sie dann gezeigt haben, gesehen. Aber hat sich die Rotation des Balles Das hat sich überhaupt nicht verändert, so richtig. Und ich frage mich auch, was war denn da die klare Torchance? Also natürlich kannst du halt sagen, es ist regeltechnisch erstmal korrekt. So, er berührt den Ball mit der Hand da im Strafraum. Es ist ein Elfmeter, okay. Muss man damit leben. Aber was ist denn da die klare Torchance gewesen? Weil der Ball, du hast ja schon gesagt, der dreht sich nicht wirklich weg. Fonchara hat ja dann noch die Möglichkeit und da war ja gar keine Torchance. Und Maglica ist ja auch da. Also er ist ja auch im Zweikampf drin. Also es ist ja nicht so, dass Fonchara, wenn frei hätte, abschließen können. Das war schon eine sehr, sehr, boah. Da sind nochmal alle Fiesheiten des Fußballsystems von Elfmeter über Doppelbestrafung, Dreifachbestrafung. Kannst du dann immer alles aufzählen. Er selbst mit Darmstadt würde ich mich verarscht fühlen. Ja. Er hat den Ball nicht berührt. Also zumindest hat er keine bewusste Berührung wahrgenommen, was natürlich dann auch in so einem Moment vielleicht sensorisch irgendwie zu erklären ist, dass wenn du mit dem Körper und dem Geist irgendwie voll in irgendwas drinsteckst, dass du vielleicht in dem Moment das Signal nicht kriegst, dass da irgendwas war. Es hat ja auch niemand reklamiert, auch Schwanchara nicht. Man muss aber dazu sagen, es war das erste Erstligaspiel von Timo Gerach, dem Schiedsrichter. War keine einfache Partie. Irgendwie schon irgendwie nach wenigen Sekunden muss er das erste Foul abpfeifen. Nach 3 Minuten muss er Itakura gelb geben für ein taktisches Foul. Also es war schon nicht einfach. Und Pascal Müller, der VAR, ich finde, das war so eine klassische Sache. Lass, so wie Maglica, die Finger weg, auch als VAR, und reite da deinen Schiedsrichter nicht rein. Und wenn du ihn rausschickst, dann musst du sagen, es ist extrem wenig, du musst das jetzt beurteilen. Aber allein schon durch das Rausschicken lag da so ein Druck auf der Szene, die sonst kein Thema gewesen wäre. Ich fand's für den Schiedsrichter super, also was für eine ätzende Situation. Dann hat er es aber auch sehr schnell entschieden. Das heißt, offenbar war in der Kommunikation, die wir nicht alle kennen, aber es war nicht so, dass Pascal Müller ihm gesagt hat, boah, ich bin mir da nicht sicher, schau's dir mal an. Sondern er guckt ja zweimal drauf, aus zwei Kameraperspektiven, und dann sagte, okay, dann ist es Strafstoß, dann muss es meinem Verständnis nach schon auch rot sein, weil Schwanchara hatte einen Schuss, der hätte vielleicht platzierter sein können, also Schuhen hat den ja gehalten und dann den Nachschuss auch. Also dann kann ich rot auch nachvollziehen, aber er hat es extrem schnell entschieden, weshalb ich glaube, er wurde da einfach schlecht beraten. Weil man ja auch wieder argumentieren kann, wenn er eine klare Torchance hat, wurde die klare Torchance endlich verhindert. Ja, das ist ja, er hatte ja, die war ja da. Also es war einfach ein Scheiß. Ja, es war eine Scheißentscheidung, der VAR hätte da helfen müssen, und ich fand, er hat nicht geholfen in dem. Kann jeden Darmstadt-Fan verstehen, der sich da verschaukelt fühlt. Weil wir sind auch ehrlich, Gladbach hätte in dieses Spiel nicht so zurückgefunden, wenn es diese rote Karte nicht gegeben hätte. Also ich glaube, auch niemand hätte sich beschwert, wenn der Elfer und Gelb gegeben hätte. Das wäre, dann geht das Spiel weiter und alles gut. Also ich habe es mir jetzt noch gerade 10-mal in der Zeitlupe angeguckt. Das ist schon krass. Rot und Elfmeter dafür, das ist schon ganz schön krass. Ich glaube, aber nichtsdestotrotz, Darmstadt muss 5-0 in der ersten Hälfte führen, ist auch
Und sie können auch besser verteidigen in Unterzahl. Also, die haben ja 20 Minuten gebraucht, bis sie kapiert haben, was überhaupt passiert. Genau, also dass sich von so einem Strafstoß auch nicht so aus den Schuhen. Der übrigens ja gehalten wurde. Der übrigens gehalten wurde. Ne? Muss man auch mal sagen, der Strafstoß war dann noch nicht das 1:3, sondern das fiel dann erst etwas später in der 56. durch Neuzugang Jordan. Aber ich denke, vielleicht so rein psychologisch, als jemand, der selber mal 2 Jahre Schiedsrichter in der Kreisliga war, wenn du deinen ersten Auftritt hast in der Bundesliga und du weißt, du wirst beobachtet, du wirst bewertet. Und es gibt ja auch eine Kategorie bei der Bewertung von Schiedsrichtern, ist Mut zu unpopulären Entscheidungen. Das heißt so, vielleicht haben sie es in den letzten 20 Jahren geändert, so, aber zu meiner Zeit hieß es wirklich so. Das heißt, du wirst auch sozusagen so ein bisschen dazu angehalten, den Mut zu haben, Dinge zu entscheiden, bei denen du auf Widerstand triffst. Mhm. Weil das so eine Kategorie ist. Also das heißt, man wird so ein bisschen dazu erzogen, richtig, in so einen Momenten auch vielleicht mal zu sagen, nee, ich gehe jetzt mal mit der sehr weitreichenden, dafür sehr kontroversen Entscheidung, aber ich kann sie regeltechnisch rechtfertigen und dadurch zeige ich aber auch, dass ich als Schiedsrichter über diese Qualität verfüge. Also man wird so ein bisschen in diese Richtung gedrückt. Und ich kann mir vorstellen, beim ersten Bundesligaspiel kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie man als Schiedsrichter dann auch vielleicht fühlt. Ne? Man will dann natürlich auch einen guten Eindruck machen. Vielleicht hat das auch ein bisschen eine Rolle gespielt, weil ich denke, jemand mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, also, der hätte vielleicht dann auch, weil es niemand hätte sich beschwert. Heidekin, ne? Wäre da rausgegangen, hätte gesagt, warum hast du mich hier rausgeschickt für den Schwachsinn? Also, ja, muss man auch ganz klar sagen. Kickernote aber 2,5, hab gerade nochmal nachgedacht. Ach komm jetzt, haut mal. Was ist denn das hier für ein komischer Fetisch? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ist immer wieder interessant auf jeden Fall zu gucken, wie die Kollegen das so bewerten. Nein, das ist nicht. Ja. Naja, das ist so, also auch so alte Manager-Schule, ne? Also weil diese ganzen so Kommode, Kickbase und so weiter, die sind dann auch immer sehr davon abhängig, wie andere die Leistung eines Spielers bewerten. Und deswegen guckt man da immer so ein bisschen drauf, auch so für die eigene Strategie, wen verkauft man uns. Auch für unser Schiedsrichterspiel, Schiedsrichter-Manager-Spiel, das wir spielen. Ja, ganz genau. Wen hast du? Du hast Ittrich gekauft, ne? Ich habe Ittrich gekauft, ich schwöre auf. Guter Pick, in jedem Fall. Gut, also dann zu dem Zeitpunkt stand es 3:0. Darmstadt hatte das Spiel im Griff, hatte viele Chancen, hätte auch vor der Halbzeit durchaus noch höher führen können. Und dann ging es dahin. Nach dem 3:1 hat es allerdings eine Weile gedauert, nämlich bis zur 73. Minute, als Neuhaus dann das 3:2 und kurz darauf Kanchara das 3:3 den Endstand dann auch hergestellt hat. Danach hatte Darmstadt sogar noch eine gute Chance, nochmal nach einem Konter zurückzukommen bei 4:3. Aber so blieb es am Ende. Und ich glaube, für Gladbach kannst du positiv sehen, okay, sie sind zurückgekommen nach einer unfassbar schlechten ersten Halbzeit. Darmstadt, ja, die müssen sich eigentlich richtig ärgern. Also so ein Spiel musst du gewinnen. Ich glaube, die haben nicht gut geschlafen in der Nacht. Nee. Müssen wir auch aufpassen, dass jetzt nicht alles auf den Schiedsrichter schieben. Dass jetzt nicht, ich glaube, Lieberknecht ist jetzt noch 2 Spiele von der wir sind ja ein kleiner Pissverein, Rede entfernt. Ja. Das ist ein Zitat von ihm, oder? War doch er. Nee, das war Baumgart. Lieberknecht hat auch mit Braunschweig da manches Mal mit dem Schiedsrichter gehadert, als er noch in der Bundesliga war und gesagt, immer auf die Kleinen. Und da muss man aufpassen, dass man sich da nicht in diese Opferrolle reinwählt. Weil man kann das Lieberknecht. Oh Mann, du bist on fire. Wobei er jetzt nach der Entscheidung sich nicht so krass geäußert hat. Also während hier Fritsch gesagt hat, es wäre eine Frechheit, hat er gemeint, ja, das kann man sehen, wie man will. So. Also er hat sich versucht, diplomatisch auszudrücken. Ja, aber er ist auch jemand, der frisst das dann immer so 2-3 Spiele in sich rein und dann explodiert er mal so richtig. So, mal gucken. Ja. Tja. So, dann haben wir noch ein bisschen was. Zurück zur Eintracht. Also, wir haben ja noch, warte, lass mich mal ganz kurz gucken. Wolfsburg-Union. 1-2 Spiele, Wolfsburg-Union. Boah, ja, das kann man kurz machen. Das war so wie immer, wenn Wolfsburg zu Hause gegen Union spielt. Ja. Die haben jetzt, glaube ich, von 5 Heimspielen gegen Union 4-mal gewonnen. Mhm. Also Union kann da einfach nicht gewinnen. Es ist immer super eng. Es gewinnt im Heimspiel immer Wolfsburg. Genauso war das Spiel. Da braucht man es ja eigentlich auch nicht gucken. Was eine Analyse. Ja. Ja, ist ja auch dann ein Stück weit zutreffend. Es ist aber auch kein Leckerbissen, ne? Dieses Spiel, oder? Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, Wolfsburg gegen Union wieder. Union hat ganz gute Flanken geschlagen. Weiß einer, warum Juranovic nicht in der Startelf war? Weil du ihn im Kader hast. Und vielleicht wegen nächster Woche, dass man sagt, man rotiert so ein bisschen, weil es ja international weitergeht, gegen einen kleinen Verein aus Madrid. Weiß man, warum Cesigar nicht gespielt hat bei Wolfsburg? Was denn? Ich brauche Informationen. Ich glaube, der kam leicht angeschlagen von den Länderspielen zurück. Leicht angeschlagen zurück. Aber wird auch eh nicht mehr spielen, also kannst du ruhig verkaufen. Ja, cool. Dann lassen wir es dabei. Müssen wir nicht lange noch jetzt noch rumreiten. Und dann haben wir als letztes noch Köln gegen Hoffenheim. Hoffenheim, aus irgendeinem Grund gewinnen die ihre Spiele. Ich fand sie jetzt auch nicht
Weiß niemand wieso. Niemand weiß warum. Ich fand sie jetzt auch wieder nicht stark. Köln ist in Schwierigkeiten, einfach weil sie auch personell große Probleme haben, den Kader auf eine Art und Weise zusammenzustellen, wie sie ihn gerne hätten. So, da gab es vor der Saison diese Transfersperre, dann gibt es fehlendes Geld und so. Also die sind tatsächlich so ein bisschen am Schwimmen, einfach, glaube ich, aus Personalnot, und verlieren aber trotzdem unnötig dieses Spiel. Ich weiß nicht, Hoffenheim hat eine Form von Effizienz, also das kann sie auch nicht die ganze Saison so durchziehen. Die müssen jetzt ein paar Punkte ergaunern. Letztes Jahr waren sie ja auch irgendwie nach 4 Spieltagen ganz oben oder was, und dann auf einmal haben sie so 20 Spieltage gar nichts mehr gewonnen. Allein wenn du guckst, wie diese Tore fallen, halt dieses Frodo-Jørgen Krilic-Ding vom Mittelkreis, wo er den Ball natürlich perfekt bekommt, aber dann auch das Ding einfach reinschießt, musst du auch erstmal schaffen. Ja. Und Maximilian Bayer, der das Ding auch da reinschweißt. Also das sind ja auch so Tore, so Freak-Tore, wo du denkst, Mensch, die fallen dir auch nicht jede Woche rein, aber aktuell fällt das bei Hoffenheim alles rein und bei Köln eben vorne überhaupt nicht. Also, die hatten ja auch eigentlich die besseren Chancen, fand ich sogar, und die bessere Spielanlage, aber haben es nicht. Auch von den Statistiken, ich habe mir aufgeschrieben, mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, höhere Passgenauigkeit, mehr Pässe gespielt. Also eigentlich alles auf dem Papier besser und trotzdem verlierst du. Tja. Ja. Steffen Baumgart hat danach gesagt, wir haben ein beschissenes Ergebnis, aber alles andere hat gepasst. Ja, das ist ja auch verständlich, wenn du sagst, du hast eine gewisse Vorstellung zu spielen, und dann setzen die Spieler das auch um, und sie kamen ja durchaus auch zu Chancen, hatten ja auch noch mal so ein bisschen an einem Comeback geschnuppert, nachdem Selke da das Tor gemacht hat. Der, finde ich, wenn er jemals zu einem Bundesliga-Verein gepasst hat, dann nach Köln passt. Und ja, aber mehr war an dem Tag nicht drin, und damit ist Köln ganz weit unten drin, nach 4 Spieltagen mit einem Punkt, und Hoffenheim ist wieder aus irgendeinem Grund ganz weit oben dabei mit 9 Punkten aus 4 Spielen. Ich glaube, das wird sich so nicht fortsetzen lassen. Bin gespannt. Also ich erwarte ja immer mal, dass so eine Durchbruchsaison kommt von Hoffenheim, aber denen fehlt ja jede Konstanz in jedem Jahr wieder. Und ich glaube auch dieses Jahr. Ich weiß es nicht. Also es spricht viel in diesem Spiel, kann man gegen Hoffenheim verwenden. Mhm. Aber man muss auch zum Beispiel auch sagen, sie haben dieses Spiel gewonnen, obwohl Grischa Prömel quasi nicht auf dem Platz stand. Der hat 8 Pässe gespielt, 3 davon kamen an. Dann wurde er ausgewechselt in der 50. Minute oder so. Ungefähr, 58. Minute sogar. Ich finde, dass sie schon sehr gute Spieler mit dabei haben. Maximilian Bayer, der hat ja nicht nur quasi, sein Sprint ist quasi auch, deshalb muss Schwäbe diesen Ball so unkontrolliert wegschlagen, der dann bei Grilic landet und der schießt ihn dann aus 55 Metern rein, macht einen super 3 zu 0, Entschuldigung, sehr gut in Form. Wout Weghorst hat gegen den Ball ziemlich viel mitgearbeitet, das hat man so jetzt nicht immer von ihm gesehen. Mit Grilic hast du wieder so einen, der die Fäden in der Hand hat. Also ich würde auch mitgehen, das war jetzt im Entstehen glücklich und so weiter. Und wenn wir das Spiel 10-mal spielen, dann gewinnt es auf gar keinen Fall Hoffenheim 8-mal oder so, wahrscheinlich eher irgendwie 4-mal. Aber eigentlich ist da schon was im Kader angelegt. Und Kramaric ist der 8. Rolle, fand ich. Also immer, die haben immer auch Qualität im Kader gehabt, aber irgendwie hat es halt nie gereicht. Ja, das stimmt. Na, dies Jahr, du hast recht, na klar, also Bayer ist gut in Form, Weghorst kann ein guter Transfer sein, wenn er in Form findet. Kramaric ist auch immer so ein Ding, der in einigen Jahren an der Torjägerkanone kratzt und in anderen Jahren eigentlich gar nicht mehr auffällt, und wenn, dann nur über verschossene Elfmeter oder so. Auch in der Abwehr, ne? Ein Vogt, ein Brooks, ein Kabak, da ist auch Qualität angelegt, aber inwiefern sie dann zum Tragen kommt, das ist irgendwie bei Hoffenheim immer ungewiss. Ich würde auch, wenn ich irgendwie wetten würde, nie auf Hoffenheim wetten. Nein. Jetzt kommt Union, Dortmund, Bremen bis zur Länderspielpause. Danach wissen wir mehr. Ja, Länderspielpause ist ein gutes Stichwort. Dir ist es nämlich ein großes Anliegen, noch mal ein bisschen über die Nationalmannschaft und die neueste Regelung. Was, darüber wurde ich nicht informiert. Ja, lass jetzt dich aber jetzt in der klitzekleinen Pause noch einmal ganz kurz schlau lesen. Da hast ja auch hier so einen 17-Zoll-Laptop am Start. Und dann sind wir gleich wieder da in, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder sowas. Wir werden sehen, und dann geht's hier noch ein bisschen. Das riecht aber lecker. Ja, das ist mein neues Chili-Rezept. Mit Tomaten, Mais und... Doch nicht etwa Bohnen. Ach Quatsch, das ist Chili-Sin-Bohne, denn Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga wendet sich der Bundesliga ein wenig ab, weil Tobias Escher, dem Medienbeauftragten der Nationalmannschaft, ist ein großes Anliegen ist,
nochmal in dieser qualitativ sehr hochwertigen Runde zu besprechen. Was ist da eigentlich jetzt los mit dieser Taskforce? Rummenigge tritt empört, verlässt er den Saal, rückt die Rolex nochmal zurecht, knallt dann die Tür hinter sich zu. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist da passiert, Tobi? Erzähl doch mal. Ja, eigentlich nicht so viel. Also Herr Rettich wurde vom DFB als neuer Geschäftsführer vorgestellt. Der DFB hat ja da gesucht, seitdem Bierhoff nicht mehr da ist. Rettich soll jetzt nicht ganz die Aufgaben von Bierhoff übernehmen. Bierhoff, der ja der Mann für alles war, gefühlt in den letzten 10 Jahren, der aber jetzt, dessen Aufgaben jetzt auf mehreren Schultern verteilt werden. Hat ja schon Hannes Wolf zum Beispiel für die Jugendarbeit geholt. Chachulé, den ich leider nicht aussprechen kann, es tut mir sehr leid für ihn, auch wenn er mittlerweile ja bei jedem Länderspiel auftaucht und immer erklären darf, warum Deutschland gerade verloren hat. Der ist ja da auch noch mit zuständig für die Nationalmannschaften. Man sucht ja, glaube ich, auch noch nach einem sportlichen Leiter dann vom DFB so ein Stück weit. Oder bei Rettich soll jetzt als Geschäftsführer des DFB da erstmal mitarbeiten. Und dann kam wenige Stunden später die Pressemitteilung raus, dass Minzlaff von RB Leipzig und eben Rummenigge vom glorreichen FC Bayern sich aus der glorreichen Taskforce des DFB zurückziehen. Auch ziemlich deutlich als Reaktion auf die Personale Rettich, der sich in den vergangenen Jahren immer auch für die kleinen Vereine so ein Stück weit eingesetzt hat, so ein bisschen auch gegen Investorenclubs, wie eben Leipzig positioniert hat. Das ist dann auch jetzt so denen ein Dorn im Auge gewesen, wo man dann auch fragt, naja, wenn die Taskforce in so eine Personale nicht einbezogen wird, wozu brauchst du sie denn überhaupt? Also wozu gibt es diese Taskforce dann überhaupt? Hat wahrscheinlich auch nie was zu sagen gehabt, wirklich diese Taskforce, außer auf dem Papier ein schöner Tiger zu sein. War auch Teil der Kritik von Rummenigge und Minzlaff, dass sie gesagt haben, wir hatten ja nie eine Kompetenz. Ja, aber was soll auch eine Kompetenz sein in der Taskforce? Also auch irgendwie sehr, sehr seltsam. Also, ja, auch dieses ganz seltsame Taskforce mit Watzke, Rummenigge, Minzlaff, wer war noch drin? Kahn ja zwischenzeitlich. Ja, und Völler nicht mehr. Halt. Und Völler, ja. Ja, inwiefern hat das Auswirkungen auf die Trainersuche? Ich weiß nicht, ob Rettich da jetzt der Ansprechpartner Nummer 1 ist, müsstet ihr mir sagen, ich glaube nicht, weil er ist ja eher dann so Geschäftsführer. Ja. Ich glaube, er soll auch das, vor allem das Image des DFB so ein bisschen wieder aufpolieren, die ja sehr als sehr abgehoben und sehr weit von der Basis weg gelten. Und der Rettich gilt ja so auch ein Stück weit besonders an Pauli-Vergangenheit, mit seiner Amateurfußball-Vergangenheit auch so als Mann der Basis, der dann wieder diese engere Vernetzung hinbekommen soll, glaube ich, zwischen dem einfachen Fußballfan wie mir jetzt zum Beispiel und der DFB-Mannschaft. Das finde ich gut. Nationalmannschaft, die Rettich. Hat er sich gesagt. Ich wollte auch mal jetzt einfach. Nie mehr Rettich. Oder das, nie mehr Rettich wegen des zu scharf. Aber finde, ja, ich hab's schon verstanden. Ich merke jetzt schon, ich bin verloren im Posten mit diesem Thema. Ich finde es hoch. Du bist überhaupt nicht verloren im Posten. Ich würde aber dann tatsächlich, also weil das brennend heiße Thema ist ja am Ende dann auch natürlich der Nationaltrainer. Und wer entscheidet das denn letztendlich? Also ich hatte irgendwie gedacht, okay, diese Taskforce kümmert sich da jetzt primär drum. Die machen so eine Abstimmung. Bisher haben sie ja immer Leute aus der Taskforce genommen und die wird jetzt immer kleiner. Also, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind da noch Aki Watzke und Rudi Völler noch alleine drin. Ja. Also das ist wahrscheinlich die Lösung. Nee, also ich finde zwei Sachen an diesem Rettich, dieser Verpflichtung interessant. Das eine ist, dass mir scheint, dass die erste Sache zu sein, wo Neuendorf zusammen mit Watzke sich ganz offensichtlich über die anderen hinweggesetzt hat. Also das ist ja so tölpelhaft, dass man diese Taskforce dann nicht mal informiert, dass man Rettich holt. Das ist zwar zum einen sehr gut zum DFB passt, aber dann auch, glaube ich, zeigt, sie wollten Rettich auf jeden Fall haben. Und dann finde ich interessant, wie das begleitet wurde. Also dass sehr viele Rettich als sehr gute Verpflichtung sehen. Da kann man auch viele Argumente für finden. Ich persönlich halte ihn auch für jemanden, der zumindest mal andere Dinge über den Fußball sagt. Aber interessanterweise ist Rettich schon auch ein Mann des Weiter so. Rettich ist zum Beispiel derjenige, der für die DFL damals das Nachwuchsleistungszentrumskonzept eingeführt hat, was jetzt auch Teil des deutschen Nachwuchsfußballsproblems ist. Also ein bisschen müsste er quasi Dinge reformieren. Natürlich nicht er selbst, aber er ist dann quasi mit dafür verantwortlich, die er selbst mit eingeführt hat. Rettich ist jetzt auch nicht der junge, neu denkende Mensch, sondern er ist ein Mensch des alten Fußballs. Noch dazu ist er ein Mann. Ich meine, es gab mal kurz die Option, dass da vielleicht Nadine Kessler auf dem Posten landet. Ich fand das schon sehr interessant zu sehen, dass diese erste Reaktion, einfach weil es überraschend war, sehr positiv war gegenüber Rettich. Und ich glaube, wenn das jetzt, wenn du aber Rettich ausgetauscht hättest mit, keine Ahnung, Rudi Völler oder jemandem anderen, dann hättest du jemanden gehabt, der ein bisschen anders denkt, aber vielleicht gar nicht so viel anders. Und es wäre sehr viel kritischer gewesen. Also ich glaube, dem DFB ist damit gelungen, das Narrativ so ein bisschen zu verändern.
Aber was jetzt Rettich macht, da bin ich sehr gespannt, weil die Probleme im DFB sind unheimlich tiefgreifend. Er hat sich da mit den ganzen Landesverbänden auseinanderzusetzen letztlich, muss dann ständig aber auch in der Öffentlichkeit erklären, warum sie jetzt wieder irgendwie 2-2 gegen Peru gespielt haben oder irgendwie sowas und warum es keine Stehplätze bei der EM gibt und warum die Tickets so teuer sind und wie das genau jetzt läuft mit dem kostenlosen Bahnticket und so weiter. Das ist alles gar nicht seine Baustelle, aber er wird dazu reden müssen. Da bin ich echt sehr gespannt drauf, aber dieses Zurücktreten von Rummenigge und Minzlaff, dieses beleidigte Hinwerfen ist die Sahne auf der, die Kirsche auf der Sahne. So ist es richtig. Ja. Ja. Du wolltest auch noch was dazu sagen? Nee, überhaupt nicht. Ich finde das, also ich meine, immer wenn Rummenigge bei irgendwas dabei ist, dann gibt es schon auch Potenzial dafür, dass es unterhaltsam wird. Das muss man ihm lassen. Nicht unbedingt so, wie er sich das vorstellt, aber das hat schon immer so ein bisschen Potenzial in jedem Fall, weil er natürlich jetzt auch nicht der Typ ist, der die Nummer 5 in irgendeiner Taskforce ist. Und wenn er das Gefühl hat, er wird in irgendeiner von übergangen, dann ist, glaube ich, auch sein Ego einfach zu groß, um dann einfach sich klammheimlich zurückzuziehen oder zu sagen, okay, ich spiele jetzt auch mal die fünfte Geige, das ist in Ordnung mit mir. Ja, also für mich ist es immer schwieriger, auch durchzublicken und zu schauen, wer entscheidet jetzt, wer redet mit Trainerkandidaten, wer ist derjenige, der es am Ende dann entscheidet. Julian Nagelsmann, das hat ja auch noch mal wieder so eine Verflechtung mit Rummenigge, ist natürlich noch beim FC Bayern angestellt, die jetzt auch gesagt haben, wir legen dem keine Steine in den Weg. Wenn der DFB den möchte, dann bitteschön, nehmt ihn euch. Vielleicht, weiß ich nicht, jetzt ob da irgendwie, da müssen ja schon Gespräche im Hintergrund laufen. Also die werden jetzt ja nicht erst in 2 Wochen anfangen, sondern die werden ja mit Kandidaten sich schon austauschen oder sich intern schon eine Reihenfolge irgendwie gemacht haben, auf der mit Sicherheit Nagelsmann auch auf irgendeiner Liste auftaucht, da bin ich mir ganz sicher. Aber wer entscheidet das? Wer ist das jetzt Rettich? Wer entscheidet, wer der Trainer wird? Wer führt die Gespräche? Wer ist das? Na, gemeinsam. Also DFB-Präsident ja. Mit Rettich. Sicherlich ist Chacha Lexo auch mit dabei. Mhm. Muss er eigentlich. Aber so wie Bernd Neuendorf sich geäußert hat, wollten sie ja erstmal den Prozess anstoßen. Also das fand ich schon interessant, dass man Hansi Flick wirklich überhaupt nicht überraschend überlässt. Die Art und Weise, dass man da 1-4 gegen Japan verliert, war natürlich überraschend. Und dass man es zwischen den beiden Länderspielen macht. Aber dass es dazu kommt, war ja nicht mehr überraschend. Und dann steht Bernd Neuendorf am Mikrofon von ARD war es, glaube ich, die dann das Frankreich-Spiel übertragen haben. Und entweder hat er extrem gutes Pokerface gemacht und sie haben im Hintergrund schon 10 Kandidatenlisten und sind in 1000 Gesprächen. Oder er hat die Wahrheit gesagt und das war nämlich, ja, wir müssen jetzt erstmal dann Profil erstellen und wir müssen den Prozess jetzt starten, wo ich mir so dachte, klar, kann man den jetzt starten? Hätte man aber vielleicht auch schon mal vorher drüber nachdenken können, ohne dass ich jetzt will, dass man vorher schon Gespräche führt oder so weiter. Aber also ehrlich gesagt, so wie alles beim DFB läuft, würde ich vermuten, da läuft gerade noch gar nichts. Ich würde glauben, dass diese, wenn du jetzt Bernd Neuendorf hier hättest und fragen würdest, Herr Neuendorf, wer macht denn jetzt die Gespräche? Wahrscheinlich würde bei ihm auch so, ihm würde heiß und kalt werden. Ach du Scheiße, wer macht denn jetzt die Gespräche? So wie alles beim DFB läuft, glaube ich, die wissen es selber nicht. Ja, aber das ist, ich habe da schon aber ein bisschen das Gefühl, dass sie schon so eine Richtung planen, so nach den Statements, die jetzt immer mehr rankommen. Es wird jetzt in immer mehr Artikeln, wird jetzt auffällig oft über das Finanzierungsproblem bei Nagelsmann gesprochen, dass sie sich Nagelsmann eigentlich nicht leisten können. Und in immer mehr Artikeln wird halt darüber gesprochen, dass deutschsprachig die Hauptkompetenz ist, was einfach für Louis van Gaal spricht, dass sie nicht mehr sagen, wir wollen einen deutschen Trainer, sondern wir wollen einen deutschsprachigen Trainer. So, ich glaube, das ist dann schon die Richtung, in die man sich so jetzt langsam positioniert. Mhm. Stefan Kunz wurde jetzt entlassen. Ja, aber der wurde auch nicht entlassen, weil er besonders gut war mit der Türkei, muss man also ja sagen. Der ist beschädigt. Du kannst, also erstmal war Stefan Kunz schon Kandidat, als Hansi Flick geholt wurde. Und das hat ja auch eine Tradition, dass du dann Leute aus einem eigenen Stall, sprich ihn als U21-Trainer, dann einfach nach oben ziehst. Das hat man nicht gemacht. Damit ist er im Prinzip schon beschädigt. Er ist dann zu keinem Zeitpunkt die erste Wahl und jetzt direkt bei der Türkei entlassen und dann ihn jetzt als Heilsbringer beim DFB vorzustellen, halte ich für ausgeschlossen. Also das funktioniert für mich gar nicht. Ich glaube nicht, dass das ein ernsthafter Kandidat ist. Und wir haben ja neulich schon mal auch, wir haben zusammen das Länderspiel geschaut und hinterher mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber von euch beiden würde ich auch ganz gerne meine Meinung haben. Wer wäre denn eure favorisierte Lösung auf diesem Trainerposten? Schwierig, weil es gibt auch einfach nicht so viele Kandidaten, wie du sagst, die überhaupt in dieses Profil passen. Wenn wir jetzt auch noch hören, deutschsprachig, was ist da groß auf dem Markt? Van Gaal, ja, ich finde, der hat halt eine krasse Vita. Es ist dieser klassische alte Trainer, der irgendwie Euphorie entfachen kann. Ich denke da immer an seine Rede da auf dem Balkon in München zur Meisterschaft. Das wäre natürlich, weil man hört ja viel von Nagelsmann, ja, der ist zu jung, der ist irgendwie, der braucht noch ein paar Jahre. Ich sehe Nagelsmann auch irgendwie eher nicht. Also da würde ich eher zu Van Gaal tendieren.
sonst, es gibt natürlich auch so Leute wie Oliver Glasner oder so, aber die habe ich jetzt noch nicht in der Verlosung gehört. Eine Frau wird sicher nicht, da bin ich mir auch sicher. Aber mal, also abseits von dem Thema, dass man jetzt eine Frau so, sag ich mal, aus Gründen nimmt, dass man zeigt, okay, ist neues Zeitalter ist angebrochen und es ist auch mal dann jetzt an der Zeit, dass eine Frau diesen Posten übernimmt. Wer wäre es denn, der rein fachlich dir einfallen würde? Ja. Würde ich sagen. Also die hat das Renommee, die hat die Titel gewonnen, die ist deutschsprachig. Ja. Mhm. Aber, also die wird ja auch in England als Gareth Southgate-Nachfolgerin schon besprochen. Mhm. Aber ich glaube halt, da sind wir einfach. Nee, nicht. Also das. Ich glaube, ehrlich gesagt, allein die Diskussion ist schon so deprimierend, dass ich gar keine Lust mehr habe, über den DFB nachzudenken. Dass jetzt wieder über Louis van Gaal diskutiert wird, der schon ein interessanter Mensch ist und ein guter Trainer. Aber das kann doch jetzt auch nicht die Lösung sein. Ich meine, ich habe die WM nicht verfolgt, aber nach allem, was ich mitbekommen habe, hat jetzt die Niederlande da jetzt auch nicht komplett die Sterne vom Himmel gespielt. Dass dann immer nur die erwartbaren Namen kommen, finde ich schon irgendwie. Aber spannend. Wer ist denn jetzt ein Name, der dich nicht enttäuscht? Du bist ja vom Fach. Also es gibt nicht so viele Menschen in Deutschland, die mehr Ahnung haben vom Fußball als du. Nee, das ist Quatsch. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die mehr, aber ich beschäftige mich sehr viel damit. Also ich glaube. Ich meine, wenn du mal siehst, wie viele Menschen, Entschuldigung, das um das mal zu untermauern, wenn du mal schaust, wie viele Menschen sich in Deutschland damit beschäftigen, wer Bundestrainer werden soll, da bist du was deine Fachkompetenz angeht. Schon sehr in der Spitze. Also Rudi Völler, Matthias Sammer, das sind schon viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Ihr wisst, was ich meine. Um das nochmal, deine Kompetenz nochmal zu untermauern. Ja, sehe ich komplett anders, aber ist jetzt egal. Das große Problem ist ja, du brauchst jemanden, der jetzt kurzfristig hilft und irgendwie auch für was steht und damit irgendwie die EM rettet. Es darf aber jetzt auch keine Lösung sein, die so kurzfristig ist, dass einfach die Fehler, die gerade da sind, die Probleme im Nachwuchsfußball, dass die nicht angegangen werden. Und deswegen wäre so, mein Favorit wäre jemanden zu holen aus dem 2014er Weltmeisterkreis. Miro Klose ist vielleicht nicht der Lautsprecher, passt nicht. Vielleicht kann man ein Trainerteam bilden, Per Mertesacker, Miro Klose und dann lass Hannes Wolf und Sandro Wagner die Arbeit machen. Und die machen dann zwei Dinge gleichzeitig. Das eine ist, sie führen dieses Team aufs Turnier hin und erzählen denen nochmal, wie war das denn damals 2006, als wir auch nicht dachten, es wird und so. Und wir haben es 2014 gemacht. Und nach außen hin sagen sie hier, Leute, wir haben richtig Bock, es wird so geil. 2014 einzige Party. Und die sagen aber auch, und Per Mertesacker ist ja zum Beispiel im Nachwuchsfußball drin, er leitet ja die Akademie von Arsenal oder war da sehr tief involviert oder ist da sehr tief involviert, dass die dann auch sagen, so, wir haben aber auch dieses ganze NLZ-System und so weiter, haben wir zum Teil persönlich erlebt, zum Teil sehr nah erlebt. Da gibt es ein paar Probleme und da setzen wir jetzt auch an, gemeinsam mit Hannes Wolf und den anderen Beteiligten und stoßen dann auch was Langfristiges an. Und das erstmal bis zur EM und nach der EM dann gucken und weitermachen. Das wäre mein Favorit. Was spricht denn gegen Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner. So wie es Rudi Völler möchte das nicht. Oh, hat er möchte das nicht. Ja, schauen wir mal. Nee, ich glaube, ich kann ihn mir wirklich nicht vorstellen. Weil er es nicht möchte? Hat jetzt auch nochmal, während wir hier aufnehmen, muss man sagen, war parallel die Pressekonferenz, auf der Rettich vorgestellt wurde, wurde auch jetzt nochmal deutlich gesagt, dass Rudi Völler jetzt da leitend ist, was halt die Suche nach dem neuen Trainer angeht und dass Rettich da gar nicht die Kompetenzen hat. Rettich soll jetzt erstmal nach einem Direktor für die Frauen suchen, der hat eher administrative Aufgaben. Also Rudi Völler hat jetzt so deutlich gesagt, dass er das nicht machen will und der hat jedes Mikrofon, der hat da teilweise das Gefühl, nach dem Freikreisspiel, der ist zu Leuten hingegangen und hat sich die Mikrofone geschnappt, um nochmal zu sagen, ich mach das nicht. Ja, und auch bei Sandro Wagner, da merkt man ja, da ist ein langfristiger Karriereplan dahinter. Ich weiß nicht, ob es jetzt in diesen Plan passt, dass er auf einmal jetzt rechte Hand vom Trainer Deutschlands wird. Meinst du echt, dass ihm das nicht passen würde? Also ich finde, für Wolf und Wagner wäre das eine riesige Chance, wenn jemand anders davor steht noch. Ich glaube aber, wenn das nach hinten losgeht, bist du natürlich dann auch schnell verbrannt irgendwo. Er hat ja schon jetzt auch eine Position beim DFB, die vielversprechend ist. Ja. Wie gesagt, ich glaube, er hat eher einen langfristigen Plan und deswegen weiß ich nicht, ob er so schnell sich jetzt für diese kurze Mission EM dann auch so wegwirft. Weil man muss ja sagen, es ist auch gar nicht so dankbar, jetzt im eigenen Land dieses Team jetzt zu übernehmen, kurz vorm Turnier. Ja, aber du brauchst halt jetzt genau jemanden, der das so nicht sieht. Und klar, wenn Sandro Wagner das so sähe, dann sollte er auf keinen Fall da mitmachen. Du bräuchtest jetzt genau diesen Klinsmann, der kommt und sagt, ich will das Ding Fall gewinnen. Und alle sagen, du spinnst und die spielen auch total schlecht. Und ich sage jetzt nicht, dass es dann genauso laufen wird. Aber du brauchst jetzt schon jemanden, der sagt, da habe ich Bock drauf. Ich meine, ist doch geil. Eigentlich kann jetzt nichts passieren, weil
so arg viel schlimmer kann es jetzt nicht werden. Wenn sie jetzt auch noch bei der EM in der Vorrunde ausscheiden, dann ist es ja nicht mal so, oh krass, sie sind in der Vorrunde ausgeschieden, sondern ach, sie sind schon wieder in der Vorrunde ausgeschieden. Also so mit arg viel weniger Risiko kannst du fast in diesen Bundestrainerjob nicht reingehen. Und du hast auch die Möglichkeit zu sagen, ey Leute, Europameisterschaft im eigenen Land, rechnet mal kurz, wie lange ist das her, dass wir das zuletzt hatten? Das kann auch richtig, richtig gut werden. Ich kann euch nichts versprechen. Wir müssen jetzt einfach dafür arbeiten. Also du kannst es doch auch total positiv drehen. Wenn Sandro Wagner das nicht so positiv drehen kann, soll er es nicht machen. Ich will jemanden, der das genauso macht und der aber nicht so eine alte Socke ist, die aus dem bestehenden System kommt und nichts verändern will, sondern jemand, der dann auch ein bisschen was anstößt. Ich glaube, du hast Eddie und mich überzeugt, wir machen das, oder? Mhm. Ja, wir haben ja schon gesagt, wir teilen das auf. Jeder hat seine Kompetenzen. Dann ist die Eintracht, oder? Ja. Wirst man du kümmerst dich um Mario Götze. Robin Koch in der Innenverteidigung. Pressesprecher. Jetzt nehmen wir kurz um Glatzel. Ja, Pressesprecher / Robert Glatzel. Das ist eine schöne Visitenkarte. Ja. Ja, aber du sagst ja, es ist ja schlechter, kann es ja nicht mehr gehen. Einfach mal, jetzt ist doch die Chance, jetzt kann man mutig sein. Ich finde deine Idee halt mit dem Weltmeister super geil, aber ich habe jetzt auch gerade, bin jetzt gerade um alle durchgegangen und ich traue das aber niemandem so richtig zu. So, Herr Mertesacker, du hast ja jetzt noch den Besten rausgegriffen quasi, aber sonst kannst du die Mannschaft durchgehen und Thomas Müller und Mats Hummels spielen beide noch. Lahm, Schweinsteiger. Lahm will ja gar nicht. Ja. Schweinsteiger auch nicht unbedingt. Aber du musst ja, wenn, dann jemanden mitbringen, der also zum einen Autorität hat, aber zum anderen auch so eine Aufbruchstimmung, so eine positive Energie mitteln kann. Das muss ja auch glaubwürdig sein und Hannes Wolf ist es für mich nicht. Das ist eher jemand, der im Hintergrund, glaube ich, auch was so taktische Sachen angeht und so weiter, auch vorbereitet auf den Gegner und so weiter, kann damit sicher sehr wertvolle Arbeit leisten, aber das ist nicht der Typ, der diese Aufbruchstimmung transportiert. Und ich weiß nicht, ob ich das einem Sandro Wagner zutraue. Ich glaube, dass er jetzt auch nicht unbedingt die Position hat, dass die Spieler zu ihm aufschauen und sagen, geil, dem höre ich zu. Aber das hat aber Max Jakob mit dir abzuwirken auch schon gesagt. Muss mich ja nicht abbilden, weil ich leite ja nur ein, worauf ich hinaus will. Ja. Also, warte doch mal kurz ab. Kannst du mich immer noch schlecht aussehen lassen? So, dass meiner Meinung nach die beiden ein Bauelement sein können, aber du brauchst halt jemanden, meiner Meinung nach, da drüber, der jetzt Rudi Völler ist. Und wenn Rudi Völler sagt, er macht es nicht, er schließt es aus, dann musst du jemanden finden, der diese Rudi Völler-Position übernimmt, wo dann Hannes Wolf und Sandro Wagner zuarbeiten können irgendwie. Und da müsste es ja jemand sein, der diese Attribute hat. Und ich glaube zum Beispiel, Louis van Gaal sehe ich nicht unbedingt als denjenigen, der sich in dieses Dreieck so eingliedert, sondern der hat sehr konkrete Vorstellungen, der hat irgendwie sein eigenes Team. Ich glaube nicht, dass der sagt, oh geil, Hannes Wolf und Sandro Wagner, kommt zu mir, wir machen das zusammen. Sehe ich nicht unbedingt, aber also wer könnte dann dieses Puzzlestück sein? Ich meine jetzt auch nicht jetzt, man darf auch dieses Frankreich-Spiel nicht überschätzen. Also der als Hannes Wolf und Sandro Wagner sehe ich jetzt auch nicht als die legendäre Lösung für den deutschen Fußballern. So, da bin ich ehrlich, ich bin halt sehr froh, wenn Hannes Wolf an seiner administrativen Position ist. Ich glaube, da ist er an der richtigen Stelle. So. Und Sandro Wagner hat auch eine große Karriere vor sich, glaube ich, als Trainer, aber noch nicht jetzt. So. Was ist mit Lothar Matthäus? Das geht in Deutschland nicht. Wenn jemand beim Saisonauftakt in Bremen ausgebuht wird, nur weil er früher mal für Bayern gespielt hat, dann hat es auch tatsächlich die deutsche Öffentlichkeit nicht verdient, dass so jemand überhaupt mal das versucht. Also Lothar Matthäus hat kein Standing. Ich finde inzwischen nicht mehr gerechtfertigt. Ganz lange konnte ich es verstehen. Inzwischen finde ich es Wahnsinn, wie unbeliebt er immer noch zu sein scheint. Ich verstehe nicht. Vor allem auch seine Analysen. Ich finde die oft sehr, sehr gut und sehr treffend. Es ist viel besser geworden. Es ist, Ich will nicht sagen, Michael Ballack ist der neue. Nee, aber Michael Ballack, zum Thomas Hitzesberger zusammen mit Per Mertesacker. Ich meine, jetzt. Ja, aber da fehlt ja wieder diese Strahlkraft so ein bisschen, weißt du? Ja. Also müsste ja eigentlich schon, die haben ja nicht so viele Spieler, die diese Strahlkraft haben, die diese Strahlkraft hätten, wie einen Bastian Schweinsteiger, die haben dann leider nicht das Charisma. Und von außen jemanden holen, Arsène Wenger, der zusammen mit Mertesacker da mal aufkommt. Zum Beispiel. Sinedine Zidane. Ja, der macht's nicht. Der spricht doch kein Deutsch. Also sollte schon jemand sein, der auch ein bisschen Deutsch spricht. Arsène Wenger. Am Ende wird's halt bestimmt Louis van Gaal werden und der wird dann halt uns irgendwie ins Viertelfinale oder Halbfinale mit vollem Lahm Fußball holen und dann sind wir nach der WM wieder, nach der EM im selben Punkt. Muss man auch ganz fairerweise sagen, wenn man jetzt Louis van Gaal holt, ist man in 9 Monaten wieder am selben Punkt. Der wird ja nicht nach der EM weitermachen. Der wird dann das mitnehmen. Ja, der sollte ja nur überbrücken, bis Klopp kommt. Aber Klopp kommt ja auch nach. Jetzt darf doch nicht der DFB, nur weil Aki Watzke in Personalunion der BVB und der DFB ist, darf jetzt doch der DFB nicht in die BVB-Falle reinlaufen, immer auf Klopp zu warten. Was ist hier, wie heißt der hier, der auch beim BVB war, der Thomas Tuchel? Nee, das Favre. Favre.
Lucien. Ja, gut, aber der kann ja niemanden begeistern. Also ja. Das ist ja ein super Trainer, ein super netter Mensch. Aber erinnerst du dich an die Pressekonferenz? Ja. Also, was aber, ist denn mit Glasner? Wieso? Glasner kann die Leute begeistern, aber der hat auch nicht das Standing. Aber Glasner ist noch nicht, also ich finde ihn ja ein super Trainer und ich glaube auch, dass der motivieren kann, aber ich sehe jetzt nicht, wie der vor diese Millionärstruppe an verwöhnten Spielern tritt und die ihm blind folgen irgendwie. Da fehlt vielleicht noch irgendein großer Verein dazwischen, bei dem man Erfolg hat oder so. Also, wobei ihm das viele ja auch bei Frankfurt nicht zugetraut haben, damals die Truppe so anzuführen. Und ja. Er ist auch in Frankfurt auf jeden Fall gewachsen, finde ich. So als Persönlichkeit hat er mehr Profil gekriegt, aber ist halt auch bei beiden Vereinen mit ein bisschen verbrannter Erde so gegangen und ich weiß nicht, ist auch, glaube ich, jetzt nicht ein heißer Kandidat in der Rotation irgendwie. Auch gerade so im National. Wir stellen fest, es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Wenn selbst wir uns hier nicht auf irgendwas einigen können und in allem immer nur Hindernisse und Schwierigkeiten sehen, dann kann man, glaube ich, erahnen, weshalb Rummenigge keine Lust mehr hat. Es ist nicht so einfach und vielleicht gibt es da auch ganz unterschiedliche Vorstellungen beim DFB. Ich kann mir vorstellen, dass ein Louis van Gaal, der irgendwo ja auch ein Stück weit eine naheliegende Lösung ist, da auch auf Bedenken trifft beim DFB, weil er eben auch für vieles steht, was beim DFB eigentlich anders läuft. Ob man da den Mut hat oder ob man da überhaupt in ihm die Lösung sieht, weiß ich nicht. Er ist ja auch vielleicht gesundheitlich, weiß ich nicht, wie es umbestellt ist, aber da hat er ja auch Schwierigkeiten. Vielleicht steht er auch gar nicht zur Verfügung. Wobei, ich meine, er hat sich, glaube ich, schon geäußert, ne? Dass er durchaus auch Interesse hat. Er könnte sich das schon vorstellen. Ja, sehr verklausuliert, aber doch sehr deutlich gesagt, wenn er noch mal was macht, dann noch mal eine große Nation zu einem Turnier führen. Das ist ja ziemlich genau der Deutschlandjob, der ihm da einfällt. So. Genau. Das hat er letzte Woche wieder gesagt. Ja, und dann übernimmt er und sagt, Qualifikation geschafft, mein Job hier. Nee, also ich finde schon interessant, die Frage, also der Bayern Louis van Gaal, ne, der auf dem Balkon stand und gesagt, vielleicht von der Europa. Ich grüße die Muttis. Also den würde ich mir auch ganz gut vorstellen können. Aber vielleicht sind auch die letzten 10 Jahre. Das wird auch so traumatisiert immer, der Bayern Louis van Gaal, der halt auch schon 10 Jahre ist und der in Manchester nicht das gezeigt hat und mit Holland teilweise grausam Fußball gespielt hat und der auch immer sich mit den Spielern anlegt. Also da wird bestimmt dann der eine oder andere nicht zur WM, fahren und große Diskussionen geben, weil einfach Louis van Gaal sagt, nee, mit dem mache ich jetzt nicht. So. Mhm. Was ist denn mit Horst Rubisch? Na komm. Habe ich schon mal ein Team übernommen. Was ist denn mit Peter Neururer? Ach komm. Würde ich auch gern sehen. Das ist jetzt eine Beleidigung. Ich möchte Also Horst Rubisch, ja, ist auch beim HSV natürlich auch schon mal interimsmäßig eingesprungen, aber den sehe ich auch nicht. Tatsächlich, ich finde ihn super. Ich liebe Horst Rubisch. In dem, was er macht, ist er grandios. Aber es ist für mich dann auch wieder so eine Lösung. Keine Leuchtfigur. Der leuchtet nicht. Ja. Aber er leuchtet bei dir nicht. Ich glaube, das ist schon fucking Horst Rubisch, müssen wir uns. Also ne? wir müssen uns verabschieden von der Ideallösung. Ich glaube, also ideal wäre Jürgen Klopp. So, den gibt's aber nicht. Das heißt, wir reden über eine B-Lösung. Wir suchen nicht die Top-Lösung, sondern wir suchen die Top-B-Lösung. Weil man kann bei jedem Kandidaten, es gibt einfach nicht diesen einen Kandidaten, wo alle jetzt sagen, das ist es. Ne? Sonst hätten wir es ja. Sondern wir müssen so oder so irgendwo Defizite in Kauf nehmen. Und die Frage ist, wo nimmt man sie am ehesten im Kauf? Und dann finden wir den Kandidat. Mein Tipp an den DFB, Herr Rettig. Oh, das sollte er sich zu Herzen nehmen. Ich denke, wir kommen ja auch nicht weiter. Wir haben einfach nur herausgearbeitet, wie schwierig es dann auch ist. Hier in dieser Expertenrunde kein eindeutiges Veto für irgendwas, sondern viele Optionen, viel Profildefinierung, aber auch wir haben den Prozess erstmal nur angestoßen. Wir haben ihn erstmal nur angestoßen, genau. Und wir stoßen die Sendung jetzt ab. Das war's mit ihr. Sie muss jetzt auf eigenen Beinen klarkommen auf YouTube und darauf hoffen, dass ihr sehr generös und großzügig mit Klicks, Kommentaren und Daumen und was es so gibt seid. Herzlichen Dank euch fürs Zusehen. Und Tiziana, dir ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Wir finden dich beim nächsten 11-Freunde-Themenfrühstück am Freitag. So, da sollte man dich finden und als auf YouTube, wie heißt dein Kanal noch gleich? Tiziana Höll, wie ich auch im echten Leben. Siehst du, das macht es uns einfach. Herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Max, ich hoffe, es sind nicht wieder 2 Jahre oder so. Ja, das hoffe ich auch, ja. Ne? Sieh zu, dass du häufiger mal in Hamburg bist und uns besuchen kommst und auch gerne dann Tobi nervst, dass du dann dabei bist. Und dich kennt man natürlich auch vom Rasenfunk oder von deinen fantastischen Uli Hoeneß Podcast und ich glaube, ein Buch ist ja auch diesbezüglich. Ja, genau, gibt es jetzt als Buch. Ja. Schon Podcast ist schon wieder total out. Das neue heiße Ding sind Bücher. Ja, es geht alles wieder zurück. Genau. Lesen schon mal probiert. Ja. Aber wer das noch nicht gemacht hat, wir haben es häufiger auch schon mal gesagt, als es noch aktuell lief, holt es unbedingt nach.
dein Elf-Leben-Podcast zu Uli Hoeneß ist fantastisch. Wirklich. Danke. So, genau. Vielen lieben Dank. Das war's von uns. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vielleicht dann mit neuen Erkenntnissen. Wer weiß es schon. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Lobt mich auf YouTube.